Und du wirst ja vielleicht zu komplexen.
geht heran, Boy. Hallo. Oh mein Gott, das ist der Wahnsinn.
Thank you.
gut. Und ja. Und was war? Ja. Und
Tablet. Passwort ist 9691. Was? 9691. Okay. Das gehört doch hin, ne? Ja, komm, lass mal. Oh, muss ich mal. Da haben wir ja Fallprofil. Hat er das gesagt? Ich will, ich hab keinen Handy gemacht. Der hat sich nicht verhandelt. Ah, das ist doch kein Anstrengung. Sind das alle da? Weil ich weiß nicht, alle sind da, ne? Wir sind ja da, der nicht eingeklappt. Warum? Ja. Ist das nicht klar? Ja. Oh. Ich kann nicht checken, dass du nicht eingeklappt hast. Ich glaube, hat er nicht. Haramboy. Wow, Haramboy. Warum ist Haramboy eigentlich nicht hier? Nee, er ist nicht in der WhatsApp-Gruppe. Wieso ist Haramboy nicht in der WhatsApp-Gruppe? Keine Ahnung. Haramboy, komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Komm in die Gruppe. Komm in die Gruppe. Schreib am besten in den Chat deine Telefonnummer. Gib uns deine Telefonnummer, die Kreditkartennummer und die drei Zahlen hinten drauf. Aber ich brauch vollen Namen auch noch, ne? Ja. Okay, und das auch. Nee, er heißt doch Haram und Boy. Haram und Boy. Ah. Ey, Haramboy ist richtig aktiv aber auch. Ja, also der hat Discord. Der macht Turniere auch. Hä, was ist denn, was ist da los? Das ist halt ein Slippy Kid, der richtig krass. Ja. Haramboy finde ich supportable. Weiß ich, fuck Jojo auch dabei. Und hat der Jojo schon mal getroffen? Nee, oder? Der hat noch niemanden getroffen. Sind wir bester Freund, okay? Was ist? Sind wir bester Freund. Du bist der bester Freund? Ja. Echt? Warum ist er da nicht bei den. Warum ist er da nicht bei den Hoodies? Hey Julian, was geht? Wollen wir hier noch auf Seeding? Hm? Gehen wir auf Seeding? Ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Ich glaube, die zwei tauschen. Geht das? 20 Euro verdienen. Komm in die WhatsApp-Gruppe, verdiene 20 Euro pro Woche. Okay.
Mist. Ja. Ich müssen wir aber nächstes Mal die Zuschauer frei lassen. Ja. Wird das nächste Woche auch dann 12? Ja, ich denke voraus bleibt es bei 12, aber das Ding ist, das checkt ja auch keiner. Das heißt, wir können glaube ich auch 12. Das ist ja maximal 12. Ja. Nein, nein, das, also das ist, die meinten auch theoretisch würde 20 gehen an sich, wenn wir wirklich wollten. Ich glaube, wenn ich gesagt hätte, ich will unbedingt 20 Leute hier haben, dann hätten wir das zugelassen. Ja. Aber ich denke mir auch so, ich würde es jetzt schon eher so langsam das Konzept checken, so als ob es halt klappt überhaupt. Und dann kann man es auch machen. Dann eher zu selbst am besten gehen. Ja. Chat. Also Haramoy, wie viele Bier haben wir? 2, jetzt go. Komm, ich glaube, ihr könnt zum Beispiel nicht 20 Euro verdienen. Kommt hin. Hier lernst du das Mario Sigma Grindset. Willst du neben deinem Job 80 Euro im Monat verdienen? Dann lerne jetzt die Melee. Passiv ist eigentlich, naja, ich weiß nicht, wie passiv das ist, wenn man jede Woche hier erscheinen muss und ein paar Jungs aus dem Maul geben muss. Spiel Puff, dann ist es passives Einkommen. Da musst du nicht viel machen. Der Charakter gewinnt von alleine. Ja. Dennis muss erstmal sich einen Döner reinziehen draußen. Wie immer verzögert er das gesamte Turnier. Wir wollten um 7 anfangen, glaube ich. Aber alles für Dennis, oder? Alles für Dennis. Immer. Gerne. Junge, wir haben neue Stühle hier in der Venue, seit wir zugemacht hatten. Es gibt einfach Sessel jetzt hier vorne. Man kann so geil hier chillen. Gerade im Commentary. Hm.
Na, dann ich starte mal ein bisschen frische Luft, bevor es losgeht. Weil hier stinkt es. Geht Lil Fusi. Maxi Mango Fox Live. Konzi, alles best of five? Ja. Alles best of five? Wir erklären jetzt, wie wir das spielen. Was ist? Hm? Das ist doch vorhin gemeint, dass unten das so was gesehen ist, oder? Ja. Ey, klar. Warte, ich guck mal.
Wieso sehen wir das Spiel nicht? Ja, ich guck mal. Jonas, sehen wir das Spiel? Ja. Sehen wir das Spiel? Okay. Das Spiel hier, Third, Jan König vom Schiller-Gymnasium. Okay. Der war auf meiner Schule. Dennis ist da. Nein, ah, da hinten ist er, genau. Ja, ich habe ihn immer aus dem Bühnenladen rausgehen sehen, aber ich war nicht sicher, ob er es ist. Er ist es, ja. Kann man uns hören eigentlich? Bist du bequem? Ich bin bequem. Es ist bequem. Genau, spielt Jan Third gegen Office. Office? Gegen Office. Okay. Microsoft Office oder ah, was haben okay. wir noch? Home Office. Okay, ich habe irgendwie so ein Oracle gedacht. Katastrophis? Oh, okay. Philosophis? Also, das ist gut. Das, ja. Aber Microsoft Office war gleich. Microsoft Office ist der Wahnsinn. Und Home Office war auch der Wahnsinn. Ja, das ist ein bisschen so die andere Version. Genau. Office sprüht seine Brille voll mit Anti-Beschlagspray, damit er besser sehen kann beim Spielen. Beim Anti-Beschlagspray, kauft es. Nicht gesponsert. Es ist zu teuer, die Tücher sind besser. Oh ja, ich habe auch so ein Tuch. Für so das ist nicht so eins. Aber es gibt so welche, dann beschlägt die Brille gar nicht. Ne? Die sind auch ziemlich teuer, aber die sind echt gut. Ist die einfache Lösung nicht einfach OP-Masken? Ja? Nee, das bringt nicht. Also bei den Laborbrillen, bei mir hilft immer OP-Masken tragen. Bei mir ist es am besten etwas weiter vorne. Einfach hoch, ja, und OP, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, bei mir hat es nicht funktioniert. Ja? Ich habe da viel probiert und es war immer ein Albtraum mit der Maske. Können wir auf dem linken Bildschirm das andere Spiel haben? Oder, also ja, das wird, also, kommt das dabei kommt gleich ohne hin. UI. Ah, okay. Alles klar. Genau. Was für Charaktere werden gespielt? Ich glaube, Jan spielt Jigglypuff. Und einen der besten Charaktere im Spiel. Er stirbt nicht. Nie. Nee. Kann nicht sterben. Und er kann so einschlafen und das ist wahnsinnig stark. Das habe ich eben gesehen. Und genau. Office spielt Yang Ling. Er ist auch ehemaliger Pokémon-Spieler. Aber in Rot, genau. In Ochsenblutrot sogar, würde ich mal behaupten jetzt. Oh Gott, ich werde so schrecken. Ich würde sagen, traditionell gewinnt Jan das Handily. Aber Jan gewinnt das Handily, sage ich, also einfach. Handily? Er gewinnt das relativ einfach, würde ich sagen. Ah, okay. Tendenziell. Aber Ufis ist ein Spieler, der auch schon länger dabei ist und dementsprechend auch ein bisschen was auf dem Kasten hat und dieses Matchup spezifisch ist ein bisschen bekannt dafür, dass es gar nicht so schlecht für Yang Ling ist. Also Yang Ling ist richtig scheiße als Charakter. Wieso spielt er denn da? Weil es ihm Spaß macht, glaube ich. Ja. Aber wir sind uns alle nicht ganz sicher, was das soll. Aber Yang Ling ist schon ein bisschen süß. Er schmeißt ja die ganze Zeit zu Bomben. Das ist sein ganzer Deal. Das ist ein Bild für Kind. Er kann sich so lustig bewegen. Er ist, glaube ich, arguably besser als Link, oder? Obwohl, nee. Doch schon. Der Link ist schon richtig gut. Aber ich Link ist halt ziemlich immobil. Ja, aber es gibt gute Link-Spieler und keine guten Jungle-Spieler zum Beispiel. Oh Mann. Ja, aber keine Ahnung, so der beste Spieler der Welt hat einen guten Alles. Also, genau, einer der besten Spieler der Welt hat eine Zeit lang gegen den besten Pummelum-Spieler der Welt, weil er dachte, er könnte mit seinem normalen Charakter Peach nicht gewinnen, hat der Young Link gewählt und das hat geklappt am Anfang. Und dann hat auch nicht mehr geklappt. Also, das war nicht so. Also, der ist ja eigentlich nicht der beste Spieler der Welt. Ja, der andere ist halt auch der beste Spieler der Welt. Die sind alle so die besten Spieler. Er war mal. Okay. Da gibt's so ein ganzes Ding. Wir können gerne die Doku schauen, wenn du möchtest. Oh Gott. Es ist ganz, ganz schlimm. Beide Dokus. Beide Dokus? Ach, stimmt, es gibt ja die neue Doku. Die war auch schlimm. genau, aber guck mal, du siehst, da unten kann man die Stocks sehen. Jan ist komfortabel in Zügen. Welcher ist Jan? Jan ist der Pummel. Also, Third. Ah, ja, okay, jetzt check ich. Okay. Sorry. Und wenn es hier um Allegiance geht, ich würde sagen, wir sind Schiller-Gimmis. Schiller-Gimmis. Schiller-Gimmis! Du warst gar nicht Schiller-Gimmis, ne? Ich war Schiller-Gimmis. Was? Deswegen ist das, also wir sind Schiller-Gimmis. Ah, ich dachte, du warst einfach nur so, weil es witzig war, aber du warst nicht mehr Schiller-Gimmis. Das fand ich ein bisschen lustiger. Das sagen tatsächlich sehr viele hier, also Schiller-Gimmis. Ja. Dennis ist, glaube ich, auch großer Schiller-Gimmis-Fan. Ich bin jetzt auch so ein bisschen so. Oh! Das war fast cool. Aber das Matchup ist halt ein relativ langsames. So die traden immer so einzelne Hits und deswegen dauert es so ein bisschen länger, aber vielleicht haben wir nächste Runde irgendwie ein bisschen was schnelleres Ding. Aber generell vom Lauf ist ja. Ja. Aber guck mal, Jan macht schon ein paar Sachen hier auf jeden Fall. Jan ist ein bisschen cute. Mhm.
cute am Controller. Und er hat einen Pulli. Alle cute am Controller. Alle sind cute am Controller. Alle hier sind cute am Controller. Jeder ist cute am Controller. Hast du seinen Pulli gesehen eigentlich? Hm? Der Pulli von Jan. Das ist Fox mit... Das ist Gay und Trans, oder? Ja. Wow. Und das da, guck mal. Das ist cute am Controller. Hast du gesehen? Huh? Schau mal ganz kurz bei der Karte gleich im Hintergrund. Warte mal. Da, gleich. Jetzt. Das. Oh, fuck, wer ist das? Bist du? Ja. Fuck. Ey, ich hab eben so ein Ding, ich erkenne dich nicht auf Foto. Das ist ein richtig altes Ding. Ich bin einfach richtig dumm. Das ist von so 2017 oder so, glaube ich. Oder 2018. Oh Gott, wie alt hast du da? Immer noch alt. 20? Ja, okay. Na gut. Ich war, Fun Fact, kurz nach diesem Bild war ich richtig pissig, weil ich gegen Hans verloren habe. Oh nein. Aber wegen so einer dummen Sache, weil man Controller scheiße gebaut hat. Was? Oh, Jan. Pissig am Controller. Ich war nicht gut am Controller. Ja. Oh! Okay, keine Ahnung. Das ist einfach ungefähr, wie das passiert, oder? Ja, manchmal passieren so Sachen, so fast, die fast gut sind, und dann sind sie doch nicht so gut. Das ist ja das Ding mit Young Link, glaube ich. Dass der, so, der macht so cute Sachen irgendwie. Aber um sie wirklich cute zu machen, muss es halt erfolgreich sein am Ende. Und dann hast du halt so einen kleinen Trick gemacht und das ist so, wow, das war ja sinnlos. Zum Beispiel, er kann so diese Kette machen, die du gerade gesehen hast. Und wenn er die so macht, wenn er auf einer Plattform, also wenn er über eine Plattform rutscht, dann trifft diese Kette halt. Wen? Den Gegner. Kann den Gegner treffen. Aha. Und dann halt kann er direkt was anderes machen danach. Aber. Und wenn das klappt, ist das ganz cool. Aber meistens, oh mein Gott, er hat die Bombe gefangen. Hat nicht geklappt. Er hat die Bombe gefangen. Er hat die einfach. Ja, nein, genau. So Items, die man schmeißt, so Bomben zum Beispiel, die kann man auffangen. Ich dachte, die spielt ohne Items. Ja, aber einige Charaktere können Items ziehen. Als so Move. Ist das unbeliebt? Nö. Das ist eigentlich cool. Ich muss ja wissen, was so die so Patty-Sachen sind. Die Patty-Sachen? Ja. Pummeluff spielen. Okay, den hast du. Aber gibt's irgendjemand, der so. Der was? Der Pummeluff hast du? Fox ist auch unbeliebt? Nee, Fox ist unbeliebt, weil. Obwohl, das ist. Kontroverse Meinung, würde ich sagen. Kontroverse. Ich glaube, es gibt Leute, die hassen Fox so auf den Tod. Mhm. Und es gibt welche, die sind da so, wow, Fox, mega cool, er ist so schnell. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen Furry-Take. Es könnte sein, dass das alles Furries sind, ja. Ja. Würde mich auch nicht wundern. Es ist einfach so, wenn er sagt so, hä, was geht das für eine Scheiße? So, ja, Furry. Naja. Ja, keine Ahnung, ich denke, Pummel ist auch einfach so cute Meinung. Das ist einfach eine cute Maus. Er ist tatsächlich ein bisschen der cute Maus, aber er ist auch der Teufel in Person. Was witzig ist, weil er ist ja auch so als Pokémon so immer ein Teufel in Person, oder? Der schläfert doch immer alle ein in der Serie. Echt? Ja, oder sie. Das ist voll lange jetzt. Ah, es gibt eine Folge, wo die alle schlafen, ne? Ja, ja. Die, und sie, der singt dann immer. Pummeluff so. Taucht mehrmals auf und jedes Mal schlafen alle ein, weil sie immer singt. Was ist denn das? Und dann malt sie ihnen so Penis ins Gesicht oder so. Oh Gott. Es ist super lustig eigentlich. Pisst dir so an, ey. Oh! Mal, aber Ovis hier macht sich gut in diesem Match und gewinnt. Wow, steht 1-1. Wir haben jetzt hier direkt das ist schon krass, ne? Wir haben direkt einen Spanninger hier drin, auf jeden Fall. Ein kleines, spannendes Match. Das Best of Five, also... Oh, Pummeluff-Titel. Genau, ich habe ja gesagt, Ovis, ehemaliger Pummeluff-Spieler. Da rechts noch was? Da rechts. Wow, okay. Ich habe eben mit Maya ein bisschen telefoniert, wenn ich darüber geredet habe, ich frage, ob irgendjemand hier einen Frauencharakter spielt, aber ich glaube, es gibt keinen. Dennis spielt Peach. Ich spiele eigentlich auch. Und Sheik ist auch eine Frau. Ja. Ah, stimmt. Aber das ist ein Spoiler. Aber wir wurden schon gespoilert. Und Pummeluff ist auch eine Frau. Ja, kann beides sein. Aber ich glaube, Canon ist Pummeluff eine Frau. Echt? Pikachu kann eigentlich auch beides sein. Nee, aber bei Pikachu ist, glaube ich, das Pikachu gemeint, oder? Pikachu hat auch das so ein Gender-Demo aufgesucht. Boah, danke für den Sub. Stimmt, das ist tatsächlich ein männliches Pikachu. Ja. In dem Fall. Aber Pummeluff ist, glaube ich, das aus der Serie. Du erkennst das Geschenk an dem Schwanz. Wow, Dimitri abonniert mit Prime Gaming. Prime Gaming. Krass aus, ey. Wer ist Dimitri? Das ist ein cooler Name. Dimitri ist ein cooler Name. Wo war Rest diese, sagt er? Das ist eine gute Frage. Rests passieren hier auf diesem Stream nicht so oft, glaube ich, oder? Rest ist, wenn der einschläft. Und wenn du das dann triffst, beim Gegner so ganz nah dran, dann stirbt er halt fast direkt. Ach, können die Gegner einschlüpfern?
Das geht auch, ja, aber das ist nicht so gut. Aber man kann halt, wenn man selbst einschläft und das trifft, dann stirbt der Gegner halt sehr schnell. Wieso ist es besser, wenn man selber einschläft? Weil der Gegner dann direkt stirbt, wenn es trifft. Das hat so eine, also das ist halt auch ein Angriff, aber man schläft dann ein dabei. Das heißt, wenn es nicht trifft, dann schläfst du der da und der Gegner kann alles mit dir machen. Für wie lange? Für so 7 Sekunden oder so? Ziemlich lange. Das ist ziemlich lange. Also du kannst wirklich so, manchmal kannst du sogar, wenn du davon getroffen wirst und der Gegner wegfliegt und das noch überlebt, kann er zurückkommen und das noch treffen dafür. Aber bei Stage-Risk. Ja, genau. Es ist sehr high risk, sehr high reward, aber eigentlich, wenn du das kannst, dann triffst du eigentlich immer so. Also es gibt so Wege, wie du einfach das immer treffen lassen kannst. Okay. Es gibt halt auch Kombos darauf. Genau, genau. Du kannst halt so zum Beispiel bestimmte Charaktere kann man auch hochschmeißen und dann direkt das treffen. So, also es ist ganz, ganz einfach. Kleine kann man da schmeißen, ne? So. Ja, die schwer sind. Die schwer sind halt. Kann man schmeißen. Ja, genau. Wieso? Wenn die schwer sind. Nee, die fallen. Du kannst alle schmeißen. Ah. Aber die fallen dann schneller, wenn sie schwer sind. Ah, das macht Sinn. Und fallen auch nicht so hoch. Und fallen, genau, und fliegen nicht so weit. Und die ganz leichten, die machen so ein Spielbeding, ne? Genau, wenn die hier einander hochschmeißen, dann geht der einfach weg so. Ja, das ist richtig. Dann, also die, das, oder deswegen, ist das nervig? Das ist tatsächlich ein bisschen nervig, ja. Weil die hier, die treffen sich halt, das hat so zwei sehr. So Floaties heißen die halt, weil die floaten. Ich glaube, das hast du mir. Ist das schon mal erkennen, ne? Kann sein, ich weiß nicht. Aber die, wenn die, guck, die machen hier so einzelne Moves immer und dann treffen die sich einmal und dann ist vorbei. So mäßig, weißt du? Es ist halt ein kleines Trauerspiel. Es ist spannend anzusehen, glaube ich, für die. Also es ist sehr intens, weil die sehr viel konzentriert sein müssen. Aber ich glaube, für die meisten anderen ist es eher, naja. Es sieht halt so ein bisschen aus wie Smash Ultimate. Sieht aus wie Smash Ultimate. Und das ist wenn es eine Sache gibt, die wir hier nicht wollen, dann ist das Smash Ultimate. Was ist Smash Ultimate immer? Das ist das Neue, ja. Ah, ja, das hast du ja, ne? Das hast du. Ja. Und du lernst richtig schnell. Das heißt, danke, die ganzen Sachen, die unbeliebt sind. Du lernst, damit ich aufpassen muss, was ich sage. Du lernst hier die Wahrheit einfach. Oh. Sie haben sich auch die größte Stage ausgewählt. Bei einigen stirbst du halt ein bisschen langsamer, weil die halt so weiter rausgeht. Aber ich finde es ein bisschen gut, wenn man so ganz schön sterben kann. Ja, das ist schon ein bisschen gut. Vor allem bei denen hier, weil das ist so eine Stage, wo halt Pummeluft ganz gut ist, weil sie halt mega lange lebt. Send a buff to our Puff. Welcher Puff ist die Frage? Das ist doch von Schiller Gimmis, oder? Doom Dude? Ist Doom Dude vom Schiller Gimmis? Ich glaube schon. Doom Dude, bist du vom Schiller Gimmis? Das kann sein. Jans, ja. Jans Leute, also Jans Crew, kommt hier ganz oft in den Chat rein und, ja. Und cheert für ihn. Das ist immer ein wahnsinniges Event. Ist laut genug eigentlich? Also. Ja! Ja, das geht schon, glaube ich, oder? Ja. Oh! Genau das hat er gemacht. Siehst du? Hast du gesehen? Nee. Oh. Er ist eingeschlafen und hat ihn damit getötet. Ah, verdammt, nee, sorry. Ich habe gerade unten Statistiken gelesen. Welche Statistiken? Die 3 Zuschauer, die wir haben. Die 3 Zuschauer, wir müssen mal tweeten hier, dass wir live sind. Ja, ich habe ja kein Handy gehabt. Wie viele Gamers habt ihr schon gehabt hier? Das steht 3-1, glaube ich, ne? Ne, 2-1. 3-1 wäre das schon. Sehr, sehr spannend. Ich habe 3-0 gewonnen gegen Lul. Jo. Ey, oh, was ist hier? Hey. Clever Romano. Ja, das war so ein bisschen. Ich hab dich immer aus dem Innerladen gesehen, aber ich weiß nicht, ob du das bist. Ah, also, und ich war's. War's wirklich? Ich war mir eigentlich, glaube ich, ziemlich sicher, aber ich war nicht sicher, ob du was zu sagen. Verstehe. Ich hab mir korrekte Verlangen geholt. Sehr gut. Okay, ja. Der Laden ist voll. Naja. Doch, wir waren da mal, der war richtig Hammer. Welcher? Döfi. Döfi? Ja. Ich finde ihn auf jeden Fall. Haben wir da schon mal? Feuer und ich finde, ja, der einmal Döner halt morgens. Das war aber so ein Das ist ein richtig ranziger. Okay, weil ich finde halt, das Fleisch ist trash, die Falafel sind nicht so gut und deswegen. Du musst, also Falafel, wieso gehst du denn für Falafel überhaupt zu einem Dönerladen? Das ist ja, weil es hier nicht so gut ist. Konntest du wirklich in Charlotte sein? Tatsächlich, Westend extrem gute Döner. Ja, aber ich komme mit der S7. Ja, dann nimm die bis Westkreuz und dann musst du gegen Fahrrad. Dann bin ich noch später hier. Ja. Meinst du? Ja, ich werde auf jeden Fall später da sein, ja. Das weiß ich, das, klar, das weiß ich jetzt nicht, aber ich kann man trotzdem Falafel essen. Also ich fand's oder du sagst, ich soll halt dann holen wir dir einen von da. Ich sag dir, halt, kannst du bring dir mein Essen. Legitim, ja. es kommt noch mehrere Leute so Falafel machen. Vom West. Es kommen noch so mehrere Leute vom Westend. Ja. Die können doch einfach einen mitbringen.
Das, der ist tatsächlich besser, aber wenn du da was Gutes willst, dann eigentlich die Pide. Ja, voll. Oder ja, die Pizza, die ballert aus irgendeinem Grund. Die ist richtig gut. Ja, ich finde den Döner halt. Ja, das hat so gut gerochen. Ey, das ist ja Wahnsinn. Ich bin mega Fan von dem Laden. Was? Ich bin mega Fan. Fan. Ja. Ey, der ist nicht stabil. Ja. Ich finde den Ey, Multikulti. Jetzt sind nicht mal mehr Dönerläden sicher. Ich war letztens Spanier sind überall. Ich war letztens bei einem bei dem einen Laden da in Moabit, in der Nähe von meiner Arbeit, so ein richtig sicker, so ein arabischer Grill oder sowas. Ja. Da kam da so ein Chineser rein und der hat ihn so ein bisschen auf Chinesisch vorgelassen. Ja, also halt aber so ein bisschen legit, glaube ich. Hat nicht viel, glaube ich. Ey, keine Ahnung. Es gab auch mal in Prenzlberg in Asien-Imbiss, so einen richtig billigen, ekligen Asien-Imbiss. Nee, wie heißt der? Daniel Falke. Von einem Typen, der war halt Kurde, halt Türke. Das war doch da, wo du das Internet angeguckt hast. Genau. Ja. Da habe ich das Internet kennengelernt. Weil er hat die hatten hinten so einen Computer, den man einfach benutzen konnte Kinder. Mit Internet. Dennis ist also Kind. Nein, nicht Kind, aber so als wir so 14, 15 waren. So Dennis hat selber kein Internet zu Hause. Sorry. Dennis ist in seiner Welt aufgewachsen, wo es... Oh mein Gott! Ich lache jetzt nicht deinen Witz, aber... Achso, nee, okay. Ich dachte gerade, das war der letzte Stop. Irgendwie. Okay, das sieht unten so aus, ne, der Anzeige. Ja, ja, es sieht nicht so gut aus. Für den Boy-Off ist es vorbei. Es ist vorbei, er hat ein Match geholt, aber er hat gekämpft. Ich glaube, ich bin jetzt dran, ne? Du musst gegen... Nee, du hast noch Zeit. Ich habe noch Zeit? Du musst gegen Annika eine Minute. Wer ist ein Chat? Schiller gemiss? Doom Dude. Let's go. Ist er Schiller gemiss? Yes. Er ist Schiller gemiss. Er ist Schiller gemiss. So viel Schiller gemiss Support hier einfach. Immer. Das ist der Wahnsinn. Muss. Sasquatch Platypus kommt später noch. Sasquatch Platypus, natürlich. Wie konnte ich Sasquatch Platypus vergessen? Ja, ich soll übrigens alle ein Lied von Heide. Was ist? Von Heide? Ja. Los dir. Die ist Boxen. Sie hat sich zum Boxen verabredet, weil sie dachte, es wäre kein Platz halt für Zuschauer. Aber da haben so viele Leute deconfirmed und niemand mehr reconfirmed, dass doch noch Platz war. Jetzt verkloppt sie Rian gerade. Ja, Mist. Da würde ich auch gerne. Da weiß ich auch nicht, also ich würde auch zugucken eigentlich. Aber gut, na gut. Du musst gegen Loser auf Annika Animal Drive. Okay. Mm. Können wir irgendwas auf dem Stream packen? Wer ist eigentlich der Was? Wer ist eigentlich der Ace? Kolumbien, ne? Ja, ich habe Kolumbien. Ja. Internationale Spieler. Du musst gegen Jona von Kolumbianer. Also war das eigentlich ein Juggle. Ja. Das ist so spannend hier. Aber Juggle hat schon den Ace bekommen. Hat Michele nicht die ganze Zeit gesagt, dass er in letzter Zeit gar nicht gespielt hat und dann kommt er hin und gewinnt? Ace hat ja das letzte Mal gegen Animal Rights gewonnen. Wow. Stimmt, ja. An Alex' Geburtstag, glaube ich. Also, ne? Oh, das war, stimmt. Er hat dann gegen Alex gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Dann so, das war sein Geburtstag. Das war auch scheiße. Hat er ihn gewinnen lassen, sagen wir, sein Geburtstag? Ist auch dumm. Na klar. Dimitri ist auch Schiller gemiss. Apropos Stream, mir fällt hier gerade ein. Ja. Ist es uns die 50 Euro wert? Was? Die Bowling-Animation. Die Bowling? Ach so. Oh mein Gott. So ein Typ hat Bowling-Animationen für als Match gemacht. Diese schlecht animierten Sachen. Ich habe eins auf 50 Euro, ne? Ja. 50 Euro. Krass. Hey, das ist mega schlecht, weil vielleicht könnte man mit dem. Ja, das ist schon, glaube ich, aufwendig. Mit dem Geld kann man ja auch andere Sachen dann holen. Ja, ich denke, also leider ist es, glaube ich, können wir das nicht leisten. Zur Not kann man es aber auch selber machen. Aber die sahen wahnsinnig. Wenn man selber macht, dann müsste es noch trashen. Kann die mal einer anmachen, vielleicht? Also haben wir sind die gerade zur Verfügung? Warte mal, wer hat denn. Haben wir irgendwie. Gibt es da einen Link für? Hast du den angeschrieben gehabt? Ja. Warte mal. Ja, ich hab schon einen anderen gesehen, der genauso eine Animation gemacht hat. Auch das Smash. Ich habe mal gesehen, Giva hat mal, glaube ich, so ein Art Smash Ultimate-Ding gemacht, dass er dran sieht. Ach so? Ja, aber so, das ist okay. Das ist schwieriger als man denkt, weil. Gar kein Fall. Man kann auch immer noch hacken und so. Ja, weil das hat ja auch. Versuch gerade rauszufinden? Nee. Und es das ist ein bisschen länger her, dass das gepostet wurde. Cracks Wall, Cracks Wand konnten die nicht mehr einrichten. Ja, zum Glück so gibt es sowas nicht bei mir. Ja, das stimmt.
Dafür kann man. Was ist die Eisenbahn? Mega, das hier draußen. Ja, ich hab's gerade schon gesehen. Konsti, müssen wir schon? Nee. Wir müssen noch gegen Rinder von Animal Rise. Ah, nein, welches ist das nochmal? Was ist Billy? Weiß nicht. Winter? Nee, Winter ist was. Ich will jetzt, ich will das finden. Das ist ja so wahnsinnig. Es gibt ja eine Historie bei. Hier, da. Schau mal. Also du kannst in deiner Playlist, die gerade ist, und dann drückst du auf das Beispiel. Naja, das ist Bowling. Wahrscheinlich. Ja, kennst du nicht diese Bowling-Animation? Oh, wenn du so einen Strike machst, dann kommt so ein komisches Ding, wo dann so ein anthropomorphized so Bowling-Kugel einfach so. Aber ich dachte, das ist halt wirklich so Bowling-Bowling. Ich habe nie Bowling gespielt. Warte. Bowling-Animation. So. Das ist da oben bei diesem Display, wo ich das macht voll Sinn. Ich kann mir das auch voll vorstellen, aber ich wusste nicht, dass das ein Ding ist. Das habe ich als Ballett gesehen. Nee, das ist, so sehen die dann halt aus. Das sind alte Leute, weil das sind selbstgemachte. Ich will mal so. Doch, das Weird Bowling Animation, genau. Die sieht dann so aus, halt. So. Ich kenne einfach nur noch den. Das ist einfach so Strike. Er hat immer Kanonen. Ja, und die sind alle so. Ständig ist auch. Was ist das? Ich hab mir hier den. Ich hab vorne, der heißt da. Next one. Das ist oh mein Gott, Tuffkopf! Da geht's auch mal ein. Danke für den Sub! Das Ding in Duess verrückt. Echt krass. Danke für den Sub, Alter. Das ist echt krass. Ey, das ist komplett wild. Wenn das auch so sponsert ist, dann mit dir Fanta. Viel Spaß bei der Bär. Ey, wir sind komplett wahnsinnig. So, du musst, glaube ich, gleich spielen. Geht davon aus, oder? Die, jetzt, die werden ja gleich fertig sein, oder? Ich glaube schon. Ich will mal meinen Controller nehmen. Kannst dann aber auch gleich ans Spiel gehen. Ja, würde ich machen. Ich finde super geil. Let's go. Das ist geil. Hätte ich hier noch Let's go, meinst du, der Computer schafft es gegen den? Er spielt jetzt gegen wen? Gegen einen Computer. Oh, okay. Mal gucken, ob er gewinnt. Warte mal, wer? Ah, Dennis. Ja, also Dennis ist halt schon einer unserer besseren Spieler, deswegen stinkt der Computer ja gerade so ein bisschen ab. Also Computer kriegt, glaube ich, jeder im Raum. Außer er ist sehr unlucky im Computer. Weißt du, wie das ausgegangen ist? GG, Digga. 3-2 für alle. 3-2? Alter, krass. Für alle. Grenzlauer alle. Für wen? Den, ich habe nämlich gerade Spotify eine Version davon gehabt, wo und Metal. Hab ich mir gedacht, das passt voll gut zu dem Ding eigentlich. Ich habe die Lyrics nicht verstanden. Zu deinem Mädchen oder was? Pipi Kaka. Oh, das muss gegen Annika. Ich kann auf jeden Fall Pipi. Wer ist gut davon? Ja, Annika. Die Warte macht Kaka, das ist witziger. Kaka? Kaka ist so höheres Witzigkästchen. Höhere Intellekte, die das verstehen. Zeig. Ja, wirklich Kaka, wenn du ein bisschen siehst. Klar. Mann seines Wortes. Schwein. Wie viel ist das? Lange nicht gespielt. Schade, das hätte nicht gespielt. Der muss ja schon gegen Annika. Von hier. Danke, Projection. Ach nee, gewinnen. Okay, so. Okay. Keine Ahnung. Oh, nee. Du hast eigentlich gewonnen? Aber gut. Okay. Wir sind nach vorne oder? Justin hat die beiden. Was habt ihr so lange warten? Oh mein Gott. Ja, das muss der immer. Also. Ja, wir müssen die eh immer warten, deswegen. Also, Zeitpunkt ist eigentlich vom Zeitpunkt. Aber ich muss hier auch gerade im Smash 64.
Stell dir mal vor, die Kombo würde wirklich funktionieren. Ja, wieder schlecht, was ich jetzt drei. Achso, was? Dann passt irgendwie schon Stream spielen? Oder? Ja, ich könnte auch gleich warten. Und das braucht jeder bei also, ja. Das ist ja eh erst. Cool, cool. Einer von uns dann in den Musos und halten wieder Musos auf. Ja, das ist eh erst von Duel. Ja, gut. Okay, wir sind ja eh Spiele. Ja. Dann lieber mehr Spiele spielen. Okay. Vize-TU. Das wäre so krass, wenn es einfach ein bisschen einfach Rollbacks, einfach für. Oh Gott, du siehst das einfach woanders. The wrong reality. Nice. Rollback ist einfach das, hier von Brawl, das Hinfall-Animation. Ja. Aber beide haben sich unterschiedlich. Oh. Oh. Oh, der war sick! Oh, nee. Nochmal! Gib ihm Schein! Oh! 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 Oh. Actually kacke. Two more stocks. Actually kacke. Was soll ich sagen? Doch nicht. Ich dachte halt, die sehen auch. Die sehen Vanille. Die sehen Vanille, ja. Ich sehe doch nicht, kannst nicht Fresse auf die erschießen. Nee. Das wäre so richtig. Das läuft die Clips, glaube ich, nur mit der Dinger. Einfach alle Texturen zu Konzis Gesicht machen. Alle, was? Alle Texturen einfach Konzis Gesicht. Alle. Du musst ein Konzis Gesicht so auf Karas Gesicht machen. Auf die Lippe. Ganz klar, ganz was? Dein Gesicht auch so die kleinen Lippe für Captain Falcon? Okay. Let's go. Ja, eben viel zu sein Rabbit Hole mit den Lippen für Captain Falcon. Das ist auch so absurd. Aber es ist gut, aber es gutes Kerkeldesign. Richtig gut. Ich habe aber so Pokémon-Sachen gefunden, so von so 2002, wo ich Leute so richtig drüber aufgeregt haben. Also meine, das ist okay. Gar nicht klar, ja. Oh mein Gott. Okay. Das macht ja auch keinen, das ist der einzige, oh, der so ist. Oh mein Gott, aber bei Pinken sieht es noch am besten aus. Bei wem? Beim Pinken. Achso, ja. Das ist geil. Oh, nice. Wie rappt dann Roll? Kommt sie im Tech Chasen, kann ich sagen? Kommt sie im Tech Chasen, kann ich sagen? Oh, gib ihm! Let's go, Animal Rights. Na, doch, wie Leute. Die Frage ist aber noch, wie viele Texte hat er eigentlich schon Konzi gehabt? Wie viele Texte? Ja. Da ist ja jetzt einer W-Mann. Konati, Kobobi. Was hat zusammen? Ach, im Rank hat er noch in der Party. You did the thing. Die ganze Zeit Präsentation, hast du nicht gesehen? Ja, komm, das war mal die Idee. Stop me, hä? Warte, zwei Folien kann es sein. Die zwei, die haben gepostet. Diese motivierten Kids, die man so als Hobby hat. Wir haben unseren Spaß, alle eine Powerpoint. Ah. Stop me, hä? Wir machen auf die Welt. Let's go, Alex! Hast du mal gesehen, wo jemand so 100 Arten, die man doch nie machen kann? Ja! Richtig absurde Sachen. Tempel mit zwei Apis. Einfach nur gekesselt. Ich war da immer einkaufen, das war trotzdem zu. Warum geht das immer drunter? Ja, aber wir sagen ja, das ist immer halt mit Angst. Das ist wirklich ein Problem. No fear.
And then many beers. One beer. Big beer. Oh, ja. Ja, du mal das. Hört das Mikrofon hier? Nee, hört ihr uns? Chat? Hallo Chat! Aber wenn ich so reden, so laut reden muss, dann störe ich nie mehr. Also wenn jemand da ist, überhaupt. Ich hole mal meine Freunde rein, die sind immer so, let's go, Jan. Ey, Herr Rambol ist immer noch da. Dimitri kenne ich, jawohl. Let's go! Ey, Lem Fusi im Chat, let's go. Ah, das macht sie, ne? Ja, genau. Ja, das heißt ich. Du bist auch da und du dann. Ja, oh, man hört uns. Dimitri. Super. Man hört euch. Nackt an. Ah, Leute. Let's go, Alex. Hat schon mal geklappt. Oh, die Reaction war nicht da. Alex wegen Kacke. Jawohl, die Leute, der ist so geil. Lieber. Aber ich vermisse seine Samus. Schon. Hängt das zusammen, dass Animal Rights als ein Tier spielt? Nee, davor war er Samus. Ah, okay. Aber ist auch gut. Auch gut, ja. Da war Alexa noch Women's Flash. Ja, okay. Nein. Ist Ben Wobble. Ich finde gut, wenn er so ein bisschen mal so auswechseln würde, Sachen, wo er sich für die Rights einsetzt. Ein bisschen. Oh, boah. Ja, das ist echt cool. Er versucht das aber auch immer wieder. Also, was noch im BLM kann man nicht machen, es gibt keinen schwarzen Charakter, Leute. Das ist fucked up. Ja, Animal Rights ist Berliner. By the way, ich bin Olaf. Es gibt im Ultimate, kann man als schwarzer Villager spielen. Hm? Mhm. Es gibt die Villager im Ultimate, haben die dritte Hauptfarben-Skin. Ja. Gibt es noch irgendwelche? Gar nicht darüber nachgedacht, alle Charaktere sind. Ne? Wenn man mal so. Ich glaube, alle grüne Schinke ist auch gewonnen, oder? Aber Sieg als Charakter ist halt. Ich hätte immer zwei Star gestellt. Ja, ich denke, es zählt auch nicht, wenn es so ein anderer Skin ist. Ja, also bei Villager ist halt so. Die kann man sich ja selber. Also, ja, aber. So. Aber trotzdem, ist schon komisch. Alles super, und bei dir haben wir. Das kenn ich auch. Er ist wie Ruby in oder so. Ja. Oh, ob das zählt. Das ist gläubig. Kennst du Aramon? Hier beide. War der noch hier? Ich weiß nicht. Nee, der war noch nie. Aber ich hab den schon mal gesehen. Das ist ein Flippy-Kid. Der war Flippy-Kid. Also der Chef. Oh, ich hab den nur auf Twitter auch immer gesehen. Also der hat, der macht auch Turniere. Oh, wo? Online-Turniere. Ach so, der ist ein Berliner. Ja, dann kann man mal vorbeikommen. Er ist jedes Mal im Chat. Ja, das Problem war, diese Woche war es halt nur auf WhatsApp. Diese Woche. So. GG. Ich bin jetzt. Pasek. Pasek. Okay. Ja, mach. Da sind so viele Spiele wie möglich. Du kannst ja danach auch uns. Ja, das Break muss ich nachher rein. Der Klassiker. So, wer ist denn alles da? Rett zu. Ja, ja, cool. Grüße an Dennis. Dennis! Also, ja. Grüße von Haramboy. Haramboy. Dennis sagt Grüße zurück. Ja, ich mach die Tür. Ich war relativ cool, würde ich sagen. Cool, calm und collected. Immer unter Kontrolle oder so. So, hier. Was haben wir jemals Jan gegen Pasek gesehen? War Pasek jemals hier in Berlin?
Ah, die haben in dem Online-Weekly einmal gespielt, glaube ich. Aber da sah das, glaube ich, nicht so gut aus für Jan. Aber noch sind wir. Dommel ist sehr gut. Ich glaube, den besiege ich heute auch nicht. Wenn ich überhaupt zu ihm komme. Du bist immer so nicht so optimistisch. Geht, ja. Also, nee, ich glaube, also, glaub, wenn ich gegen Jan wäre, hätte ich ein bisschen Angst. So. Weil ich glaube, bei Jan so, da dauert es nur noch eine Frage der Zeit, bis er mich irgendwann holt. Weil ich struggle schon ein bisschen gegen ihn, glaube ich. Jan hat aber, glaube ich, auch viel online gebrandet. Ja, und ich glaube, bei Dennis bin ich so ein bisschen confident, weil ich einfach richtiges Soul Crushed habe. Aber vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Vielleicht hat es jetzt lang genug gedauert, weil Soul Crushers müssen, muss man immer erneuern, glaube ich. Was ist das? Ist eine Sache, die ich mir komplett ausgedacht habe. Ah, okay. Es ist dann gerade so legitim. So, also, es gibt schon so ein Ding, dass man so die Nummer von dem hat, dass man einfach immer wieder gegen den gewinnt. Ja, so einfach, weil du seine Mutter gefickt, genau. Ja. Weil du seine ich weiß, wie du ja. Weil du seine Habits, seine Angewohnheiten halt kannst. Und das, dann passiert das ja manchmal, dass auch bei ähnlich guten Spielern, dass die halt so total lopsided gegeneinander spielen. Und das ist halt ich und Dennis. Weil Dennis ist jetzt, ich bin jetzt nicht viel, viel besser als Dennis oder so. Aber ich verliere halt so wie. Oh, Sunrest. Ja, ich spiele auch so oft, dass ihr eigentlich schon wisst, was ihr denn falsch macht. Ja, nee, keine Ahnung. Man hat das Gefühl, dass es schon immer ein bisschen anders ist. Hier hätte Jan die Führung nehmen können, stattdessen hat er nicht die Führung. Nee, er hätte nicht mehr die Führung haben können. Naja. Das Gegenteil von so biologischer Position. Wo es erst so Kohle gab. Das ist unfair, Pasik ist arbeitslos. Das ist besser. Das ist so schnell, guck mal. Der Fuchs. Da ist alles zu schnell. Dann musst du wirklich eine Mal. Das war's. Ja. Ja. Das ist Jojo. Oh, cool. Jojo, Soyboy spielt nicht. Das sind Pasek und Jan. Nee, also aber er hat bis gerade eben noch gespielt. Wir sind alle Soyboys. Oder? Das ist auch so, Leute, die Nintendo mögen. Nee, die so. Obwohl, so ein bisschen. Ja, also Leute, die Nintendo mögen, oder wenn die neue Switch rauskommt und der Freund von deiner Frau ihm den kauft, dann machen die so. Das war die so. Oh Gott. Achso, Soy macht einen zu einem Beta. Ja, zu einem Beta-Mail. Und dann bist du in Poly-Beziehungen, wo dann der Freund da Frau... Ich bin Beta-Mail-Supporter. Ja, ey, wir lieben Beta-Mails. Beta-Mail-Enjoyer. Ich bin selber ein Beta-Mail. Was? Ey, das war tricky. Ja, den kleinen nicht am Sack, aber vielleicht kann er was holen. Ja. Oh, schön. Klasse. Wenn man jemanden so auf Stage haut, dann hat man immer so eine gute Chance, den dann von da ziemlich einfach zu töten, auch wenn er so bei niedrigen Prozenten ist. Und das ist, was Jan hier so ein bisschen probiert hat gerade. Oh, schön! Nice. Schöner Gemiss! Sein zweiter Rest. Er ist normalerweise nicht so gut im Rest treffen, ja. Oder? Auch beim Friendly-Spielen war er gerade sehr solide. Vielleicht gewinnt heute einfach Jan. Da ist er. Oh no! Aber Jan kann Dritter werden. Siehst du das? Guck mal, wie lange er dann... Third, oh mein Gott, er ist Third, versteht ihr? Ah. Er ist tatsächlich schon mal Third geworden, oder? Ja. Honda hat mal Dritter und 3 € bekommen. Wow! Das ist der Wahnsinn. Gibt es irgendjemand, der einfach immer gewinnt? Das ist ein bisschen unfair. Oh mein Gott. Arthur bei uns. Und Dominik. Und mittlerweile Niki, ja. Ist er da? Oh! Ah. Oh mein Gott! Oh. Restore? 64? Alter. Nintendo 64? Nintendo 64... Third Stuff. So nämlich. Das ist scheiße. Spannend heute. Das vielleicht wird's... Okay. Jan ist so ein richtiger Killer. Der sieht so, das ist wie so ein Panda-Bär, der so süß aussieht, aber dann meuchelt er. Dann bringt er einen einfach um. Er ist ein Mörder. Das ist wirklich ein Mörder. Okay, das ist jetzt ein wichtiger Moment, würde ich sagen. Ich glaube, wenn Jan sich jetzt zusammenreißt und weiter so ein bisschen gute Sachen macht, dann kann er hier das richtig holen, aber wenn
Parsec sich richtig zusammenreißt, dann... Kann das auch dann, nee, dann wird das wahrscheinlich so ein richtiger so. Dann easy. Was geht, passt auch. Dann gewinnt er jetzt richtig, richtig doll. So, also, ich würde sagen, egal was passiert hier, Parsec ist eigentlich der beste Spieler. Und sollte das eigentlich gewinnen. Und wenn er das alles gut runterspielt, dann wird er das auch gewinnen. Aber Jan hat hier die Chance. Ne? Er ist ja auch gut. Boah, danke schön für mich. Richtig. Aber guck mal, er wird schon ein bisschen überrannt hier. Ja, ich gucke mal unten auf die Prozentzahl. Das heißt gar nichts. Ne? Das macht irgendwie. Das kann schon was heißen. Die Prozentzahl heißt immer. Ne? Ja, genau. Aber das soll, also wenn, ab einem bestimmten Punkt, guck hier. Die sagen tatsächlich nicht so viel, weil hoch heißt nicht unbedingt gut. Zum Beispiel, wenn Pummelhof über so einer bestimmten Zahl ist, dann kann er nicht mehr so einfach von diesem so, bei dieses Ding hier, was er trifft, dieses hochwerfen und dann schlagen. Bei so 50-60% tötet das halt, aber guck bei so 80% oder 90% ist man gar nicht mehr, weil du dann zu weit Likey? Likey ist da. Oh mein Gott! Es ist Kevin! Ey, Likey ist der Beste. Das ist wichtig für ihn. Der Beste, was? Der Beste. Punkt. Einfach der Beste. Und ich, warte mal, er kommt auch aus Weißen See. Also nicht auch, aber er kommt aus Weißen See. Von den. Der war halt bei mir in der Schule. Echt? Der war Salvator. Wow. Er ist von den White Lakers. Das ist so eine Autofahrgang in Weißen See. Und scheinbar gab es die halt, die sind mit ihren Autos rumgefahren, da haben die so einen schlimmen Unfall gebaut und sind alle gestorben. Oh Gott. Das ist so ein bisschen länger her schon, aber. Na, ist kein Force Dog. Kein Faust, sehr schön. Oh. Und jetzt kam der. Ja, genau so. Oh, so sieht das really aus. On the table, leider. Oh. Aber genau. Das ist das Risiko, wenn er halt diesen Einschlaf-Move macht. Dann kann das halt einfach sein, dass er halt dann, auch wenn er den Gegner tötet, ihn halt, dass der Gegner ihn noch treffen kann. Also, man kann, wenn man von der Seite stirbt, dann ist man schnell genug wieder da, um ihn nochmal zu treffen. Von der Seite stirbt. Ja, ja. Weil dann kommt einfach nur diese komische Säule von der Seite, aber wenn man von oben stirbt, dann fliegst du einmal gegen den Bildschirm oder so. Und dann kommt so ein Stern oder sowas. Ja, das war cool. Das sollte öfter passieren. Es sollte öfter passieren. Wir machen das. Ganz unbeliebte Opinion. Ich mach das. Machst du für mich? Star KO? Ey, ich bin dabei. Ich mach was Star KO für dich. Mein Charakter kann wirklich nicht gut Star KO. Mit Happy. Was? Happy. Aber ja, auch das, ja doch, das geht, aber das ist richtig schwer. Da muss ich schon, in die Trickkiste greifen. Die Trickkiste? Ja, das muss ein bisschen fancy werden. Hier. Oh, oder schön, nice. Schön. Oder down here on stage. Schade. Jawohl. Aber das down here on stage? Ja, damit er hochfliegt. Ja, wir müssen ja so 80% haben. Das Herz, 180. Ja, genau. Schön. Schön. Was ist die Stage da eigentlich? Wie, was wäre das jetzt? Von was ist das? Das ist von Kirby. Ja. Ah, ja. Oder? Ja, Kirby. Ja. Das ist der Fountain of Dreams. Guck mal, so eine kleine Spiegelung noch mal. Sieht ein, aber das ist nicht das mit der Kirby-Musik. Das hat auch eine Kirby-Musik, aber nicht eine die andere. Kirby-Musik. Nicht die Buto. Die hatten wir gerade. Das ist, wo Jan gewonnen hat. Mensch. Ja, hier hört man das nicht. Nein. Wieso ist Basso eigentlich für Domme? Domme ist doch ein Berliner jetzt. Ja, aber die waren ja nie aus demselben Bundesland. Oh! Okay, das war ein bisschen komisch. Schön. Schön. Ja, Woll. Jan. Jan Woll. Oh Gott. Es tut mir leid. Oh. Schade. Die Begegnung der Third Art. Ein guter Rest jetzt? Einfach so ein Backthrow, so ein juicy Backthrow? Oh. Throat is back. Oh, ja, da bitte. Ja, Throat is back. Oh. Ja. Doch mal auch ein bisschen am Zittern gerade. Nein, oh Gott. Ich würde auf jeden Fall zittern, wenn du mir sagst, dass. Okay. Rest is off the dishes. Rest is off the dishes. Okay. Schade. Den Hofe? Nein. Frage, du musst hier. 3-2? Ja. Let's go. We take it. Let's go. Das war Isa Edgeguard. Das war, der hat ihm gehört. Ein Rest, ein richtig schmutziger jetzt. Ja, ja, ja. Cool. Können wir machen. Willst du kurz oder was?
Oh! Da war's. So aufgeregt. Ey, ich bin mega. Das ist der Hype-Bull. Oh, der sieht. Ist super, dass wir ihn haben. Aber. Ja. Einen, was? Ja. Oh. Ja, let's go! Oh, Game 5! Jan! Wow. Der Dritte! Das ist, wenn er gewinnt, dann ist er mindestens dritter Platz. Wow! 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 FD, wart ihr doch schon? Ja, okay. Okay, Yoshi's Story, bisschen schlimm. Konati Story. Weil hier kann Pummeluf richtig schnell nach oben sterben. Und das ist so voll so Foxes Stärke. Und da kann schon passieren. Ah, noch ein bisschen mehr. Also der nächste Angriff nach oben tötet eigentlich dann. Jo. Oh. Okay. Das war ist er jetzt eingeschlafen und hat diesen Hupen? Ja, genau. Aber dafür, genau, dafür ist er jetzt gestorben, aber sie haben jetzt wieder beide drei Leben. Das war eigentlich gut für ihn, weil er hatte richtig viele Prozente. Jetzt ist so wieder wie am Anfang. Da passiert jetzt. Oh, er macht es einfach. Aber guck mal, er überlebt hier. Vielleicht kann er noch was machen. Nee, kann er nicht. Aber schöne Prozente. Das ist ja, die Prozente sind schon mal gut auf jeden Fall. Vielleicht will er jetzt auch ein ganzes Leben noch. Ah. Kriegt ihn mal mit dem Grab, wenn er landet. Fox so kleine funky pinke Schuhe anhat. Ey, also, oh, das war fancy. Oh mein Gott. Oh, das kann sein. Er war zu gierig da. Wow, was ist da los gerade? Aber Jan in Führung. Wenn er jetzt irgendwie so ein cheeky Rest irgendwo reinkriegt, dann sieht das so oder richtig dunkel aus. Becher, direkt an der Netz. 2-2. Mann, ey, Wahnsinn. Nein. Okay. Oh, das war. Das ist okay, aber er führt immer noch. Hä? Das war sein erster Stock gerade? Ja. Oh, was? Okay, Stopp. Alter, was? Erster Stock? Das war sein erster Stock. Ah, hier stimmt Rest. Okay. Crazy. Ah, nee, das ist erstes Leben. Das war sein erstes Leben gerade. Zweites Leben. Hä? Das ist falsch. Das ist falsch, achso. Die Anzeige ist falsch. Ja. Egal. Ah! So. Okay, jetzt ist es wieder nicht mehr so gut. Ja. Okay. Ist ein guter Zeitpunkt dafür? Das war's bitte. Okay, ey, noch einer und dann war's nicht. Aber Jan kann halt diesen einen Move machen, was reicht. Ah. Oh mein Gott. Dennis! Okay. Ja. Ja. Das war richtig knapp. Weißt du, wie oft ich gegen Maxi 2 reingespielt habe? Jedes Mal. Bis auf einmal, glaube ich. Ah, gegen Schieber, Nürnberg. Nee, gegen Dennis noch nie. Warte. Oh mein Gott, Michael. Oh, das war's. Ich bin nicht so gut, aber langsam bist du da. Gib mir einmal ein 3-2 bitte. Jetzt kommt der Klassiker einfach. Das war auch oh yeah. Das ist wirklich der Klassiker. Holy shit, let's go. Oh
Irgendwie der Chat noch mit. Ja, vielleicht ja. Die Likey ist dabei. Ja, Likey ist dabei. Hast du das schon? Das Mikro zur anderen Seite. Das ist ein bisschen ja, da sieht man halt alles. Ich gucke wohl, oder? Oder stimmt das? Jo, jo. Ja, du bist doch auch okay. Obwohl, gegen die Vorteil kann ich ja Teil 2 noch geplatzen. Ich bin auch 2-3 wäre, dann bin ich ausgesetzt. Ich muss Winner auf Jojo. Winner? Winner von Jojo und Amine. Achso. Weil sagen wir noch nicht zu. Oh, ist so close. Ach, der ist okay. Winner von Jojo und Anime Red. Ja, du hast noch im D-Bahn. Okay, wieder Jojo drüber? Ace. Ah, war da oben. Oder so. Oder verloren. Das ging eigentlich einfach durch. Ich habe Mars auch probiert. Achso, shit. Aber du hast mal Rest getroffen. Ja, irgendwie. Hast du Rest getroffen? Dann konntest du nicht gewinnen. Nee. Ich spiele einfach viel Unranked. Da lässt sich jeder Rest. Oh, nice. Der ist schon gut. Oh. Ah, der hat den Affen, weißt du? Oder der hat ja, die Gatter-Attack gemacht, hat mich dann erwischt. Ja, ich dachte, du musst resten. Ich hab drauf gesetzt, dass er irgendwas anderes außer Gatter-Attack macht. Dass ich dann die Plattform begraben kann oder abwehren will. Zahlreiche Schienen. Ja. Und du. Umbrella. Das ist so aufregend, wenn man die Hände haut mit dem Umbrella drüber. Du musst gegen den Start spielen. Gegen wen hast du verloren? Gegen Parsec gerade ganz knapp. 2-3. Oh shit. 2-3 Last Stock. Das ist das erste Mal, dass wie das immer passiert ist. Okay. Noch ein Spiel? Da wird's auch mal spielen. Hier einer kurz lässt dann raus. Ja, mach es. Das ist cool. Extra durchgehen. Der braucht schon ein bisschen. Ich will dafür aufpassen. Ja, so noch nicht. 10. Kommt auch nicht. Viel. Stuhl klauen. Kannst du doch von hinten so ein Sessel. Ist doch von
in den Top 6, oder? Let's go. Für dieser Quarterback. Ich hab das Gefühl, bei 11 Entrants ist es schon nicht so ein Cheat, ne? Rausgebrudit. Kann auch an der CPU auslassen oder so. Vielleicht hilft es, wenn man nur ein Bild schon mal hat. Kann auch sein, dass irgendwie Windows-Updates im Hintergrund laufen. Weil das ja schon ein halbes Jahr lang nicht an war, der PC. Ich denke, ich auch gerne den Streaming-Setup zu Linux wechseln, aber ein Programm haben wir jetzt halt normal an, das wäre ja für Linux, wie das Overlay tut. Ich habe schon die Sorge gefragt, ob er das auf Linux noch veröffentlicht. Kannst du gleich mal gucken. Dieser Naja, der macht das auf dem Discord-Kanal, war das öffentlich. Und er möchte das da hinten noch auf dem Sort machen. Aber GTA, keine Ahnung. Das ist auch nur so eine Woche oder so. Und das mit dem Stock und Timer und so habe ich auch selber vor mir. Nee, dieses, wo ich eintragen kann. Das ist ein Worst-Geld, weißt du? Und das Problem hat man hier ja auch Prozent sagen lassen. Ja, das habe ich selber von mir. Ich hab's nicht gesehen, aber ich war halt schon richtig ready. Ich hab zu meiner Oma geschrieben, der muss ich auch antragen. Das ist dann eine API. Das ist wirklich das. Es ist so lange. Es gibt da, glaube ich, auch einen Fall. Oh mein Gott! Ja, gibt's ja richtig viele Channels für Flippy, wo die Sachen verfügen, sag ich ja. Was? Der Abteil hätte getroffen. Kann ja auch zum Beispiel dann die ganzen Steps oder so. So funktioniert es ja auch zum Beispiel mit diesem Programm, wo man Kombos gucken kann. Halt auch, dass man kann. Ich habe natürlich hier ein kleines Flächen von Friendship. Wie ist es denn, wenn es so ein Volk gekommen wurde? Oder was ist das? Warum funktioniert das? Dann darf ich nicht gut nehmen. Wir können entweder lieber einen Warten noch machen oder so, das kann ich. Ja, wollen wir das Quartal auf Stream machen oder ist das irgendwie ein Spiel? Ja, dann lass einfach Jojo gegen dich spielen schon. Dennis, du kannst gleich gegen mich jeder weiterspielen und dann Bombe willst du gleich? Erst den Kontakt und dann mich?
Sorry, ich habe sehr reingefolgt. Na komm, dann machen wir. Oh mein Gott. Komm mal, das spiel ich schon? Ey, Wahnsinn. Michele macht gerade irgendwas Merkwürdiges, aber es klappt ganz gut. Oh wow, der Spiel gleich weitergehen. Wow! Nein! Ja! Das ist ein Nasen im Ohr. Also eben war ich schon ein bisschen investiert, aber ich habe auch noch ein bisschen so und aus. Ja, und dann ist halt dann noch Loser's Bracket. Das ist, wenn, da kommen alle hin, die einmal verlieren. Da können die nochmal spielen. Okay. Also du kannst ja das Spiel noch, das Turnier noch gewinnen, wenn du einmal verlierst, aber dann musst du danach lassen. Ah, das cool. Das ist, der Kerl, der Was? Snake? Nein, das ist Captain Falcon. Ah, Falcon. Ja, genau. Nein, der ich glaube, das ist mir. Aber Snake ist auch so ein Buff-Guy. Snake ist auch ein Buff-Guy. So ein Typ mit Pferdeheiß, der. Er hat einen Pferdeheiß, glaube ich auch. Glaubst du? Der ist nicht in unserem Spiel drin, deshalb weiß ich nicht so gut. Ah, fuck, oh nein, das ist ein Ultimate-Ding, ne? Das ist ein, ja, das, der kam erst in dem Spiel danach. Sorry. Nein! Also. Oh! Was? Zack, das. Der macht sich gut. Und der Ne? Was sieht das wie? Das ist Puppy-Deckmann. Achso. Das hier? Schrecklich, dass wir das sagen, oder? Okay. Was ist denn ein Elefant, wenn ich einen verlassen muss? Wirklich? Okay. Ja, ein bisschen, aber alles gut. Kein Stress. Oh. Wow, was? Ey, mit den Turnips, das sind die Gemüse-Dinger, passiert manchmal was Lustiges. Welche Turnips? Diese Dinge, die sie schmeißt. Ah! Sie kann halt Items ziehen. Ja, aber das sind so Rüben, so ein Item von ihr? Sind so kleine Rüben, ja, irgendwie schon. In einem der Spiele. Turnips oder kleine? Das sind keine Zwiebeln, aber ich nenne sie immer. Ah, ja, witzig, wenn es Zwiebeln wäre. Ich glaube Turnips. Ja, der ist Rüben, glaube ich. Aber die sind halt verschieden stark so. Also sie kann eine normale ziehen, die macht so ein bisschen Schaden, das macht okay. Dann gibt es so eine leicht stärkere, dann eine noch stärkere und dann gibt es eine, die tötet dich fast sofort. Zombie-Zwiebel. Und dann kann sie auch noch, dann kann sie auch eine Bombe ziehen und ein Laserschwert. Also so ein Zufallsding so? Ja, genau. Also halt die anderen Sachen sind halt sehr viel unwahrscheinlicher. Und so ein Haufen Aushalte-Geschaut. Also genau, so ein kleines Männchen kann sie auch ziehen. Ja, das ist eigentlich aus einem anderen Spiel, aber naja. Und der bricht halt so Schilder richtig schnell. Zum Beispiel, das ist so, diese ist jetzt eine sehr normale. Das ist die normale. Mit der kann man auch was machen, das ist auch gut. Aber es ist halt auch nur so ein Ding. Das ist okay. Aber der andere kann sich halt fangen. Ja, Parsec gegen Third war on Stream und das war richtig gut. Bist du eigentlich auf die Tour? Ich hab mich so ein bisschen hingeflitzt hier. Ja. Wenn du magst, ich frag dich gerade. Ich kann auch.
Dann sitzt du auf den Stuhl. Wir müssen mein Stuhl eben. Okay. Hier nachher. Wir haben uns gerade nicht da, bei so. Ja, wir hatten eine. Ich freue mich draußen und dann ist immer witzig, da die Show lustig zu sehen. Ey, wir sind das Aquarium immer. Hier ist schon wieder einer vorbei und meinte mit seiner Mutter oder so und meinte, oh, ich spiele Smash Bros. Das Ältere. Das gibt es schon Neueres mittlerweile. Boah, wir wissen nicht. Ich muss eh gleich wieder aufstehen. Achso, na gut, okay. Jetzt bin ich so ein bisschen hinten drauf. Okay, das kannst du gern machen. Wir haben meine Hände. Wir haben deine Hände. Und wir haben den Kuchen. Das ist warm. Das ist ja Sterne. Danke, kalte Hände. Das ist so süß. Das war schon ewig am Sterben. Ja. Seit Brawl, ne? Das ist Melee am Sterben. Was ist denn wertvoll für den Händen? Ja, aber das bringt tatsächlich nichts. Die werden aber direkt wieder krall. Weil das ganze Blut da so rausläuft und dann, keine Ahnung, deine so Adrenalin-Sachen da. Danke, danke fürs Anhauchen. Es geht weiter, das ist ganz gut. Spuck dir auch ein bisschen die Hand. Das war für mich ist es voll in den Boden. Da findet man kein Game-Sense. Ja, das stimmt. Du bist noch mit einem Kommentar. Oh, hat die Röhre viel neu gemacht. Oh, was war das? Checken nichts, was mich hier macht. Spielt halt Melee wie Jazz. Oh, was? Der spielt halt Melee wie Jazz. Er spielt Melee wie Jazz. Ich hasse diesen Vergleich. Also, schlecht. Was? Schlecht. Einfach irgendwie. Er spielt Melee wie modern Jazz. Richtig kacke, keiner versteht, was er macht. Okay, aber ich glaube, vielleicht ist es dann auch ein bisschen moderner Jazz. Also, man ist überrascht von damit. Ja, so, also, das ist jetzt Renegade, überraschend. So ein Renegade, so. Manchmal passieren witzige Sachen da rein. Dann schon mal mindestens Dritter. Und der Winners Finals ist mindestens Zweiter. Und dann der Gewinner aus dem Losers Finals kommt dann ins Grand Finals rein mit dem Winners Finals und muss dann da gewinnen. Und der vom Losers muss zweimal gewinnen. Genau, der vom Losers muss zweimal gewinnen, weil der im Winners muss ja auch einmal gewinnen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ist eigentlich ziemlich leicht zu gewinnen. Wir gucken, vielleicht passiert es ja nicht. Vielleicht macht Jan heute sein großes. Aber es wird schon noch eine ganze Weile gehen, ne? Ja, so ein, zwei Stunden muss ich sagen. Oh, okay. Also nicht. Aber dann kann es schon gut sein, dass ich es wettgehe. Ich sag mal nicht. Ich bin schon ganz diplomat, aber. Ja. Also wir haben noch, sagen wir mal, drei Sets garantiert. Hm. Ah, vier Sets garantiert. Also das könnte eine Stunde sein. Oh! Okay. Edgeguard gesorgt. Bro! Okay, außer mit solchen Clip, Digga. Drück auf den Clip-Button. Ja, das geht noch nicht. Ah, es geht nicht. Ja. Was? Das spielen. Ja. Hey, wer meine Hände einmal. Hast du... Okay, ich gewinne jetzt. Wo ist mein Handy? Warte mal. Hier, ne? Sorry. Jan, hast du gewonnen? Ja, normal. Ja, ja, dann müssen wir... Nee, du sagst,
Hat jemand geklippt? Nein? Ich raste aus, Alter. Kannst ja, kannst ja später machen. Was so? Oh, oh, in der Hand. Ach so, ich bin Fünfter geworden. Ist okay. Nein. Dennis hat diese Aura, dass er sich so freut, wenn du was Gutes machst. Und wenn er was Gutes macht, das heißt, er hat immer Spaß am Spiel. Und das ist einfach super. Ja, ich habe aus Versehen 4-0 eingetreten. Ich wusste noch nicht mal, dass es geht. Thank you.
gut. Hast du halt den Griff, ja. Es ist nicht so schwer. Man versteht es relativ schnell. Okay, danke. Also du wirst jetzt vielleicht noch etwas verwirrt sein, aber das wird sich legen. Nächstes Mal, wenn Heide dabei ist. Heide kann es erklären. Die beiden Hardplayer, die wir gelernt haben, von Alex Twitter-Thread. Die beiden haben kein Hirn und keinen Körper, sie haben nur ein Herz. Hast du letztens Longos-Tweet gesehen? Nee. Dass die Smash Ultimate German so richtig faul ist und so. Oh geil, deutsche Leffner. Ja, ne? Und dass man Hashtag Region grindet, so schreibt, aber dann nicht grindet und so. In Deutschland gibt es nicht so krass Kontrovers, oder? In Ultimate? Nee. Nö, ich glaube nicht. Wir sind ja alle alte Männer und Freunde. Das Einzige war Fluent Coding. Ja, ich habe von dem auch nicht so viel mitbekommen. Ja, aber der ist doch auch literally irgendwie 14 oder so. Ja. Lass den halt ein Kind sein. So. Deutsche Leffen. Deutsche Leffen, ja. Ja. Ja, so eine Back-Air-Aim, die nimmt man schon mal gerne mit. Und noch, also das waren jetzt, glaube ich, 4 Back-Airs hintereinander. Ja. Viel mehr brauchst du nicht, wenn du Fox bist und Falcon auf dich zukommt. Völlig hilflos. Mit seinen Armen nach der Kante greifen. Oh, die Seite, das hat er von Michele gelernt. Ich schwöre übrigens, dieser letzte Stock gegen Michele, der wird wieder nicht auftauchen in dieser Slippy-Ding. Ich schwöre auf alles, der wird nicht auftauchen. Und so, ja. Bestimmt, weil ein Friend verpasst hat. Dennis, du hast wieder keine Kombos gemacht. Achso. Ich glaube auch, Jan kann heute auch richtig gewinnen, wie er gespielt hat schon. Da muss er aber erstmal an mir vorbei, Kollege. Und dann spannend. Oh, okay. Oh, das war schon 3-0. Die ganze Zeit runtergesprungen. So halt aus Versehen. Das war ein bisschen doof. Ja. Das hätte ich mal gewinnen sollen. Hä? Das letzte hätte ich zumindest mal gewinnen sollen. Das war na. Ja. Ich will da mal die Stats sehen von dem Punish Game. Das war richtig schlimm. Stats von was? Man kann so gucken, wie viele Openings man braucht, um einen Gegner, also einmal den Gegner zu töten. Und ich habe jetzt so eine Milliarde davon, glaube ich, hast du wirklich gedacht. Ja, das ist so schlecht gespielt. Ich habe es gar nicht gemerkt. Es war so okay, aber dann... Du hast richtig cool. Es war so okay, aber dann halt immer so... 5,9. Das ist... Wie weit er? Nee, das ist das zweite Game. Nee, das sind alle Games. 5,9, das ist aber, klingt aber richtig. Das war aber nicht 5,9, oder? Oder so, keine Ahnung. Das war das Third gegen Jan Ulrich, stand da gerade. Ja, das war halt, ich kann halt die letzten 3 Spiele oder so anzeigen. Ah, okay. Ich finde Jan Ulrich so absurd witziger Name. Schmeiß dich weg. Er hat ja schon mal ein Tierlist gemacht mit seinen ganzen Namen. Ja, er hat ja einen idealen Namen gehabt. Ah, aber das ist ja auch Recency Bias eigentlich drin, oder? Hm? Das ist ja auch Recency Bias eigentlich drin.
Das ist ja witzig, wenn Jung Ulrich einfach so gar nicht so einer von den Kindern ist. Also, ich finde es scheiße, ich will einen anderen. Jörgmann finde ich gut. Jörgmann? Also Milkman meinst du oder was? Ja. Nee, hatte ja mal. Gab's auch Milkman? Ja. Okay, das finde ich witzig. Was ist denn so ein Jung Ulrich? Mhm. Wie viele Tags hattest du eigentlich im Lock? Ne? Tags? Ja. Drei. Nee, vier. Ich hatte Sachmo Amurai ganz am Anfang, aber das lasse ich zählen. Ja. Dann habe ich Konati, dann Kobori und jetzt ist NRW dann, theoretisch. Danke. Das war so schnell vorbei. Was ist? Passt so. Was ist? War das offscreen dein Spiel oder war es so schnell vorbei? Oh wow, okay. Kannst du es dir nochmal anschauen? Ja. Also, Jan Sato. Die Main von denen möchtest du noch nicht spielen. Hm? Die Main von denen möchtest du spielen. Gegen Dennis. Ja, ich spiele halt super so unclean immer. Deswegen verliere ich halt auch, glaube ich, so richtig viel gegen so Arthur und generelle Charaktere, die einen so schnell mal wegblippen können. Wo schnell gepunished wird. Ja, genau, vor allem halt bei so Gimps. So. Ich werde asozial viel gegimpt. Und deswegen, das kann halt deutlich besser bei so Resten halt irgendwo auf einer Art auch als Gimp bezeichnen. Aber so kleine Sachen, wenn du so einmal kurz verkackst, dann so, oh, ach so, du bist tot. Dafür werde ich gerade halt super doll getroffen immer. Damals glaube ich auch, wo du sehr stark, wo du gegen Arthurs Fox gespielt hast. War einfach Backfrog. Ja, genau, also das ist halt das, was ich denke. Ich spiele super unclean und habe so gaping holes einfach in meinem Gameplay. In meinem Gameplay. Ey, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so eine Sache, so wenn ich was so krank so das so rausfixen würde, dass ich halt in meiner Ledge immer safe bin, meine Ledge immer gut sind. Ich halt so Gimps auch so solide hinbekomme, weil so richtig viel sterbe ich auch einfach, wenn ich versuche, jemanden zu gimpen und dann reverse er das einfach. Dann wäre es halt viel besser. Also ich finde es einfach so, das ist ja, was ich gerade so immer so frustrierend fand in letzter Zeit, dass ich dann so, gehe da so rein, dass so, okay, es läuft eigentlich ganz gut und ach, ist okay, ich bin tot, so wegen so einer kleinen Sache. Aber ja, das ist halt wie so, kein Bock zu grinden, deshalb werde ich es auch nicht fixen. Also liegt eher dein Button kurz nicht an Konzentration oder sowas? Manchmal, also ich glaube, also manchmal zieht das so einher. Also, weißt du, wenn du halt merkst, okay, keine Ahnung, wenn ich besser wäre, so besser dich kontrollieren könnte, dann wäre das jetzt gerade kein Problem gewesen. Ich wäre halt nicht, ich hätte nicht dieses gesamte Match halt wegen dieser Situation gedroppt, mehr oder weniger. Weil du ja teilweise so die Führung hast, und der geht nach hohe Prozente und du willst ihn halt schnell töten und dann verlierst du bei 0% den ganzen Stock. So. Das kostet mich halt schon unnormal viele Matches. Und wenn du dann halt immer noch schlecht drauf bist, so, dann ist halt doppelt schlimm. Ja. Du bist aber mad dabei. Weil du weißt doch so, es geht eigentlich besser. Also du weißt doch ganz genau, was du besser machen willst. Ja. So. Okay, jetzt bin ich schon wieder tot und dann. Aber heute geht es keine Ahnung, bin ich so fit drauf. Das ist nicht der Kopf? Noch ein bisschen. Gut am Controller, genau. Darum geht's. Du bei Maxi da kriegen oder willst du mein Schlüssel haben? Ah, nee, Frau, mein Schlüssel. Maxi da? Ja, da ist er immer. Also, er ist ja noch ein Charakter. Marius war eben auch da, ne? Ja, stimmt. Marius, obwohl Marius ist ja vielleicht auch da. Du kannst doch nicht machen. Ja, ich kann es auf Maxi mal an. Guck mal, Jan spielt auch voll gut. Der ist gerade voll gut. Ja. Hey, bist du jetzt in deinem Loser stehen? Ja, ja. Also ich spiele jetzt gegen den Gewinner von den beiden. Schick mir mal den Link, der macht das zumindest an, aber ich bin... twitch.tv/burdensman. Dann gucke ich vielleicht noch weiter, ja. Und zu wem du gewinnst. Ey, wow. Aber ich bin so müde, ich Kannst will mich hinlegen und so. Mhm. Ach so, du müsstest dir noch Reis neu aufmachen, damit wir haben keinen. Ah, also ich kann den Reiskocher bedienen. Du kannst, du wäschst den Reis einfach. Ein bisschen so in dem Ding aus und dann machst du pro Cup Reis einfach ein Cup Wasser. Achso, also selbe Menge. Und dann drückst du auch Start. Achso, okay.
Das ist einfach alles rein, das startet und dann macht es. Das ist ja cool. Das ist ja Wahnsinn, ne? Das funktioniert sehr, sehr einfach. Sehr nice. Aber nimm den Rundkornreis bei dem. Was macht er? Was anderes? Ja. Okay. Wow. Hey, war chill. Ja. Und wie verkackt das denn? Wir müssen wirklich mal die Ventilatoren wieder einschalten. Wir können halt noch aufmachen, das ist ja noch. Ja, wir können eigentlich noch aufmachen. Was ist denn das? Ist ein bisschen schlimmer, wenn man das aufmacht, dann ist es halt zu kalt. Obwohl, jetzt geht eigentlich noch die Oh shit! Der 2-0? 2-0 für Jan oder was? 1-0 für Jan. Okay, ja. Das fühlt sich so lang an, halt. Float die Match-up. Ja, voll. Ey, das ist ja krass. Jan hat, glaube ich, noch nie Dallas gewonnen, oder? Let's go third. Let's go third? Third, also. Second? Na, dafür muss er erstmal Zweiter werden. Muss erstmal gegen dich. Und erstmal gegen Jan. Ich bin mir nicht sicher, was diese so... Oh, fancy. Ich weiß immer nicht, was diese Turn-Pros nach oben teilweise sollen sein. Macht sich häufig blauen will damit. Nee, halt um halt neue Turn-Ups holen. Ich weiß nicht, ob das schneller ist als da vorne. Ich glaube, das ist halt, damit er so eine Wand vor sich hat, aber... dass er halt nicht von oben kommt. Das, da kann man halt voll gut durch. Ich sehe das halt auch Peaches normalerweise nicht machen. Deshalb... ja, halt nur zwischen den Spots. Vielleicht... Ah, okay, das wäre zum Beispiel, wenn er da jetzt noch den Stuhl getroffen hätte, das wäre ganz crazy gewesen. Oh. Ja, aber Dennis kommt ein bisschen alive, würde ich sagen. Okay, aber Jan, der Kombo. Das Matchup muss so krank anstrengend sein. Nee, die sind aber auch, die sind so gewohnt, glaube ich, so zu spielen, oder? Wahrscheinlich, das ist ja, die spielen das ja häufiger. Ja. Oder halt auch andere Floaties häufiger. Das ist halt das Problem, wenn halt nicht Floaties gegen sowas spielen. Hm. Oh, wenn Dennis jetzt hier noch... Oh! Ah, oh, schade. Okay. Jetzt fast okay. Ja, aber Dennis, jetzt ist die goldene Opportunity, ein bisschen den Lead auszubauen. Ja, genau. Perfekt. Ich glaube, wenn so ein paar so richtig kranke Rest-Setups hat in diesem Matchup, dann ist es richtig, richtig anstrengend. Kann eigentlich Peach gut Rest-Punishen? Oh. Nur Turn-Up, oder? Werden wir sehen. Ja, halt so. Scheinbar nicht. Es gibt wahrscheinlich bessere Rest-Punishes. Armada gegen Mango. Ja gut. Mit Rest so hoch. Dann mit hier Stitchface hoch. Oh. Hey, Jan wurde nicht getroffen in diesem Stop bisher. Jetzt das erste Mal. Nee, das ist wieder Fehler. Achso. Es ist irgendwie nur bei Puffs so, das ist richtig komisch. Vielleicht ist es so ein Move, der das dann D-Sing hat. Nee, dass die Sets dann halt irgendwie nichts mehr machen. Das ist ja das Ding. Oder irgendwie die Sets das dann. Irgendwie ein Fehlercode. Keine Ahnung, ob das schon gefixt ist. Muss ich mal updaten. Nice. Kann man da nochmal auf die... Also, obwohl ich kann das auf der Seite dann... Ich finde das so schade, dass hier dann das Overlay nicht da ist. Ja. Das nimmt irgendwie richtig viel Info einfach raus. Ey. Oh nein, Jan mit dem langen Kampf jetzt. Das wird
so ein schmerzhaftes Comeback, würde ich sagen. Steht 1-0 für Jan gerade, ne? Ja. Oh, das ist 1-0, das ist so krass. Okay, okay. Ich glaube, Jan wird dann eher vorne auf 5 gehen. Ich glaube, das kann sein, dass es so gestellt ist. Oh, oh. Weil bei Dreamland geht es ja ewig. Oh, Jan macht wieder was. Jan ist am Kochen wieder. Oh, okay. Schöne Recovery. Rest is on the table. Das ist wieder. Gib mir keine Ideen. Das. Ganz langsam, ich glaube, jetzt stürzt er gleich von ab, ja, langsam, ne? Oder vielleicht stürzt er das schon. Ja. Ah, ja, da ist er. War das ein Subflow? Nein, kein Subflow? Subflow dauert länger zu abschalten. Ah, okay. Man muss so ein Ball dann in den Boden machen. Ah. Geil. Oh. Nein. Es ist ein Kampf, ein Trauerspiel. Ist dein Kontakt. 1, 2, 3, 3. So, wird es heute zu einem 10 aufkommen? Ich hoffe, nein. Also, die spielen schon relativ aggressiv, würde ich sagen. Es könnte knapp werden, so auf 2 Minuten runterkommen, aber ich glaube nicht, dass das zum 10 kommt. Oh, schön, von Dennis. Der denn nicht abwehren können sogar? Geht das nicht? Oh, da ist er. Fancy. Dennis spielt so tight auf einmal. Oh. Ah. Was ist das? Oh! Hey, Wahnsinn. Dennis baut weiter die Lead auf. Oh. Ja, der stirbt davon. Pop, da ist irgendwie so ein goddamn Myth, oh. Ey. Oh, wow. %167. Das ist das Hohe, 169, ja. Nice. 169. Und stirbt immer noch nicht. Dennis lebt weiter. Rest is on the... Er wird gerade from downtown geschmissen. Oh, okay. Er macht sogar weiter. Okay, das war's jetzt aber, oder? Ja. Wie findest du eigentlich die Idee von 8 auf 7 Minuten zu geben?
einen Teil macht. Okay, das betrifft mich halt niemals. Das ist eigentlich voll egal. Ja, für CEOs wäre es, glaube ich, ziemlich gut. Ich weiß ja, also das ist ja, dieses Argument ist ja, dass halt dann Leute dadurch, dass näher an den Timeout rangeht, dann einfach eher campen. Aber ich glaube, dass das in dem Zeitraum einfach keine Rolle spielt. Ich glaube, wenn es zum Timeout kommt, dann ist 7 oder 8 Minuten wahrscheinlich egal. Ja. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wir können auch 6 spielen, ist mir egal eigentlich. Yoshi Story, ein Stock, 2 Minuten. Ey, tatsächlich, das ist doch hier, der ist das Semi-Singles, ne? Das finde ich ganz cool eigentlich. First das to 5 war's, ne? First to 7? Ne, First to 5? Ich glaube First to 5. First to 5 kann sein, ja. Das ist halt schnell vorbei. Keine Ahnung. Aber das. So mag ich mein Melee. Aber das ist halt, das können mehrere, einige Charaktere können dann besser. Wieso? Also, ich glaube, für einige Charaktere ist es dann besser als für andere. Oh! Was? Also, für Puff ist es halt schon dann ziemlich kritisch, einen Rest zu benutzen. Ne, wieso? Ne, wenn also, man verkackt, dann verliert man ein Game. Halt. Ja, wenn du es hinkriegst, dann gewinnst du das Game. Also, eigentlich ist das sogar gut für Puff, würde ich sagen, weil du halt keine Repercussions für einen Rest hast. Ja. Du musst ihn einfach nur treffen. Und ich finde halt. Tatsächlich, ich finde so halt Rest, Risk, High Reward zu bezeichnen, auch ein bisschen schwachsinnig, weil halt so, ja, wenn du die Setups richtig kannst, dann passiert dir das halt einfach nicht. Ja. So, Hungrybox misst keine Rests eigentlich, also wenige zumindest. Und für dann manche Matchups ist es dann richtig gut. Also ja. Zum Beispiel Puff Sheik oder Puff. Ja, aber dann. Keine Ahnung. Muss man halt ein bisschen mitarbeiten. Du hast ja dann noch andere Matches, um halt zu adapten. So das eine Match, was du halt sonst so lange spielen würdest, würde dann halt einfach auf mehrere Matches runtergebrochen das werden. Das Geilste wäre dann halt, wie der das Set dann anfängt. Voll. Weil dann kann man so richtig aggressiv immer richtig mixen. Ja. Ich finde sowieso ganz witzig, wenn dann so ein Puff irgendwie so direkt einen Rest kriegt oder so. Und oder dann halt der andere so adaptet und der Puff direkt einen anderen Read macht und direkt wieder rested? Oder halt so wie bei dir, dass du mal ab und zu Falcon Punch probierst. Das würde ich, glaube ich, in Semi-Singles nicht mehr machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendein Gefühl gibt mir, dass das eine schlechte Idee wäre. Vielleicht dann mit Lee. Ja, also so ein Ding von der Seile haue ich ja schon eigentlich gerne am Anfang. Aber halt auch nur, weil ich es witzig finde. So. Das ist halt dumm. Ja. Also es bringt meistens gar nichts. Kommt nur noch an, gegen wen man es gut hat. Ja. Ich glaube, so ein richtiges Set, obwohl... Eigentlich. Oh! So, schon wieder ein Stitch. Schon wieder ein Stitch, ja. Tja, versuch das mal zu fangen. Vielleicht macht er es. Ah. Oh, genau. Oh nein! Oh. Wenn er dann nochmal einen Rest bekommen hätte. Das ist ja wahnsinnig lustig gewesen. Oh, kein Tod, okay. Das ist jetzt hier Dennis' große Chance, die Lead auszubauen. Schön, da ist es. Wahnsinn. Jan hängt offiziell in der Seile, würde ich sagen. Oh, vielleicht auch nicht. Wow, so ein abgefahrener Air-Dodge. Ja, das Krasse ist irgendwie, dass so... Ich sehe so, wenn mich so ein Side-Beat trifft, dann bin ich so, oh shit, ich bin offstage, ich bin tot. Und hier ist es so, na gut, okay, dann habe ich jetzt ein Side-Beat getroffen. Jetzt bin ich ein bisschen woanders. Oh. Gierig von Jan, aber... Er muss, glaube ich, langsam gierig sein. Er muss langsam gierig sein. Ich glaube, das holt er nur noch, wenn er sicke Plays macht jetzt. Muss einfach von der Seite kommen. Er muss von der Seite kommen, aber Dennis ist ja auch bereit dafür, dass er jetzt von der Seite kommen will. Ja. So. Oh, Bobbe! Oh mein Gott! Oh! Oh! Sorry. Alter, dieses Set. Und? Schmeiß Bobbe! Die explodiert noch bald, oder? Kann die von uns alleine explodieren? Jawoll! Schöner Trade.
Das war's, wie viel Prozent hatte Dennis? Keine Ahnung. Beide hatten doch ziemlich hohe Prozent. Ja, ich glaube, eigentlich war das gar nicht so ein großer Play. Naja. Das ist einfach halt so, okay, er nimmt sie beide mit. Der Rest ist jetzt auch nicht mehr on the table. Der Rest ist nicht mehr on the table, ey. Obwohl eigentlich schon. Was will Peach machen? Stitch. Mit seinem Glück Stitch. aber okay, fair, aber das ist dann. Das hat Puff dann verdient. Oh. Ich glaube, das Schlimmste ist noch gegen Puff Saturn. Wahrscheinlich, ja. Aber dann croucht halt Puff einfach nur noch, anstatt zu schieben. Ja, aber das ist auch nicht so schlimm. Oh. Ja, das sieht schlecht aus hier. Ja, dann kann man aber auch die Waschmaschine machen. Ja, stimmt, aber da muss er erstmal nah genug rankommen. Dann ist er schon wieder weg. Die reden auch gerade sehr casual übers Timeouten. Wir haben beide Turn. Das ist deine einzige Wahl jetzt. Aber ich finde komisch, dass halt Stalling nicht so richtig im Reset ist, wie das definiert ist. Da steht nur Stalling ist verboten. Das weil er halt. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig, ne? Ich glaube, die Diskussion ist halt wirklich noch ongoing. Das ist halt mit Ledge Grab Limit. Ja. Ja. Es gibt ja auch. Ich finde halt die Alternative zu Ledge Grab Limit Airtime ziemlich gut. Oh, ey, was auch immer diese ganzen Camper aufhält. Ja. Oh, wow. Dennis, wollen wir den weiterspielen? Lass mich gut vorbereiten. Okay. Ehrlich gesagt, finde ich dieses Let's machen Spaß. Oh. Ehrlich gesagt, nach dem ersten Game hast du die Geduld verloren, ehrlich gesagt. Ja, in Nürnberg hast du was nicht gesagt, so. Was hab ich nicht gesagt? Das ist kein Spaß, Mann. Diesmal hat es keinen Spaß. In Nürnberg hat es Spaß gemacht. Jetzt gerade habe ich gerade keinen Bock mehr. Wie viele Teilnehmer waren? 10, ne? 11? Oh. 10? Was? 10, 11? Was 60, 30, 10 ist. Was ist 10? Hey, auf. Keine Ahnung. 60, 30, 10. Ja, ich bin 4 da, aber, ne? Dennis, du da. Kannst du jetzt weiter passen, Gäste? Schade, habe ich jetzt 2 Euro verpasst. Boah. 10. 12 für 6. Aber davor richtig knapp gesteckt im Tado von mir. I know. Let's go. Second. Danke, Banane. Shoutouts, Banane. Hat es noch da. Oh, Miles ist da. Was geht? Trainer oder? Dumm Dude, MVP lässt immer den Stream im Hintergrund laufen. Mit Ton auf ganz leise. NRW waren heute mit Puff. Ja, ne? Let's go, Konzi. Holt sein Secondary Puff raus. Mach mal bitte. Einfach um Dennis zu nerven. Ja, Gerücht mit dem Falcon.
keine Ahnung, welche Farbe er diesmal nimmt. Ich glaube, er beginnt mit Grün. Ne? Der wechselt immer, je nachdem, was für ein Stage, glaube ich, auch. Immer, wenn ich sicher bin. Ja, okay. Oh, er nimmt Kucke, er nimmt Gold. Oder? Oder? Ja. Das ist immer ein Mysterium, was er nimmt. Grün, der nimmt es. Das ist doch beide gut. Ja, kann man ja kommentieren, was ist denn du das heute? Oh, 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 das, war, das hätte er nicht gegen mich machen können, ja? Stell dir mal vor, du hättest gegen Parsec gewonnen. Hm, danke, hab ich schon. Ich war so, ne? Dein Körper war am Shaken? Nee, so nervös war ich gar nicht. Ich hab einfach nicht. Ich hab ein bisschen puttet. So. Das mach ich aber immer. Einfach so gespielt wie gegen jeden Unranked Fox und dann geht das schon. Dein Körper am Shaken, was möchtest du haben? Ein Set? Mann, Mann. Ein Set? Mann, Mann, Mann. Da geht die Peach hin. Puff ist zu langsam, um gegen Peach anzukommen. Ich muss so geduldig spielen und nur mit dieser Back erraten, aber es ist mir halt zu blöd. Halt Tanglebox halt. Oh. Hab ich ja auch im ersten Game so gemacht. Gerade so aber dann ist halt wirklich Konzentration, so ist das halt. Ja, ist schlimmer als das Puff, oder? Ja. Da kann man noch ein bisschen kreativ werden. Weil Puff hat dann nicht so viele Tools, womit sie einen Puff finden kann wie Peach. Peach haut Sachen raus. Ja, vor allem wenn er halt, wenn man halt noch Turnips oder so. Ja eben, dann muss man halt Turnips und schon die ganze Zeit durchnavigieren. Gut. Aber er hat auch ein bisschen Glück gehabt heute. Ja. Dennis mit dem. Ja, ja, so viele wie er zieht, musst du sagen. Sein. Ja. Ja, macht jemand das Stream los, oder? Das Spiel? Hm? Das sieht der Stream jetzt gerade, ne? Das sieht der Stream. Ja. Weil das andere war. Willst du nicht das Set groß machen? Nee, das hat einen Bug. Ab und zu mal. Oh, was? Das hat ab und zu mal einen Bug, den musst du mal gucken. Habe ich da was? Genau. Okay. Ah! Junge, was ist das für ein Spaghetti-Verein hier? Was geht, Schima? Was geht? Na. Jawohl, Downthrow nie gegen Floaties, hat er heute gut geübt, gegen mich. In Friendlies, meines habe ich konnte schon wieder nicht im Tournament gesehen, ich sehe den nie im Tournament. Doch in einem Turnier, in unserer kurzen Pause von der Pause. Und, nein, das war knapp. Er macht wirklich. Ja, ab und zu ist manchmal der Backen. Ist doch Tournament. Es ist yes. Losers Final, wie du oben siehst. Ist Game 2. Im Winners Final wartet Parsec. Dumme. Auf die Gewinner der beiden hier. Kaka gegen 104. Team Kaka, let's go. Letztoll verkackt. Das war auch komisch. Warum macht er das? Oh, nice, der Grab. Oh, ja. Kriegt er den Edge Guard? Naja, zu langsam. Oh, nie. Oh, der Nipple Spike! Da ist der Nipple Spike. Wo kommt sie von? Nee, die ist nach Hause gegangen. Schade. Die hat den Nipple Spike sehr gefeiert. Ja. Außer krass. Weißt du, wer macht denn mit Absicht Nippelsberg, wenn er einfach nie machen kann? Ja, er. Oh. Peach kann hier so gar nicht kommen ohne auf dieser Stage. Das ist schon bitter mit anzusehen. Oh, oh. Captain Fartner on the other hand. Frisst Floaties zum Frühstück. Nice. Oh. Die Downer hätte sogar treffen können, glaube ich. Aber ganz schön hoch.
Oh, da war das Knie. Ventilator. Oh, die jawohl. Kniescheibe. Oh, oh, die Gallop attacken sich hier hin und her. Wie wahre Profis. Und wann fährst du noch am Ende? Freitag. Freitag, glaube ich. Ja, Freitag. Ja, ich auch. Oh. Das Knie hat noch connected. Der NRW-Mann holt Game 2. Game 2. Kann Dennis sich mit dem weißen Peach-Skin Game 3 beweisen? Das macht er, wenn er einen Power-Up braucht. Also wenn der Gegner zwei Games hat, glaube ich, macht er das immer. Hessen activated. Oh. 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 Ist das denn Käse oder Käse? Wie heißt der? Fasso. Peach, hä? Was? Peachman aus Hessen. Peachman aus Hessen. Ist das? Ja, ja. Also das ist Fasso. Wie der meint. Ja, ja, das weiß ich. Oh. Oh. Da hat aber Glück gehabt, dass er... Oh, dass er den Stomp in der Phase getroffen hat von Peaches Failed Tech Animation, wo sie grounded war und nicht wo sie in der Luft war. Da hatte, ich glaube Hex war das, ne, ein Video dazu gemacht, dass man teilweise in dieser Animation als grounded gilt und teilweise in der Luft. Was? Melee ist mal verwirrt. Melee ist richtig weird, ne? Die haben so viel unnötige Scheiße in dieses Spiel eingebaut, was es so deep und geil macht, aber wie haben die das geschafft in 13 Monaten? Kinsel mit dem. Ich glaube, Dennis Coaching sogar öfter, weil. Das kann sein, ja. Gerade gegen Konsti ist er wichtig, gut zu werden. Ja. Als Berliner. Ich weiß nicht, ob er das mit Chat. Das Knie hat er nicht kommen sehen. In die Fassung. Sorry, was? Ich glaube nicht, ob Dennis mit Chat liest. Manche machen das ja, manche nicht. Dann sage ich im Commentary: Punish doch die Downbeat, Dennis. Oh! Ja, da kommt er nicht zurück. Das kann er vergessen. Two stocks apiece. Basically 0-0. Oh. Das war ein mutiges Knie, das hat Dennis kommen sehen und jetzt wird er bestraft. Jawohl, wir coachen jetzt alle Dennis. Nimm doch einfach besser. Gute Idee eigentlich. Ja. Einfach gewinnen. Hätte ich mal gemacht sollen. Das Runde muss einfach ins Eck gehen. Wo war der Tipp im Game? Das Runde muss ins Eck gehen. Der Mensch muss raus aus dem Eck. Eckige Augen kriegt man hier. Als die eckige. Das wahre Eckige ist die Box. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Was passiert hier? Oh, oh, what the fuck? Das hat das wirklich geklappt? Oh. Und die Abwehr ist zu langsam. Oh, der dodgt da irgendwie durch. Und die Abwehr geschildert. Ich versuche gar nicht zurückzukommen. Und Dennis führt. Die Back Air. Oh, er rennt einfach rein. Er wollte nicht hier rollen, wie die letzten Mal Male wahrscheinlich. Der Down Smash ist schon dämlich. Oh, what the fuck? Da kommt man hinterher. Krass. Ah! Spiel im Sommer, du hast mal Pizza. Ja, dann ist auf jeden Fall Chat lesen, wenn du das rewatchst. Da sind gute, wichtige Notes drin. Das oh. ist das. Oh. Nicht. Alter. Kommt er nicht selbst zurück? Oh, er fliegt einfach weiter und konzipiert direkt die Latte. Oh. Oh mein Gott. Oh, ist das knapp. Oh,
Konsti wird links und rechts hin und her geworfen und da ist die Neutral Air. Da kommt er nicht dran vorbei. Dennis hat sein Game geholt auf seinen Counterpick. Jetzt muss er nur auf Konstis ersten Counterpick zweimal gewinnen. Easy. Jenny P6 Auer in den Tag. Let's go. Raisin. So, ich weiß immer noch nicht, wie man deinen Tag ausspricht. Oh. Oh. DDI hat ihn gefressen. Hätte er überleben können, wenn er komplett hoch gemacht hätte. Es ist so schwer, weißt du, so eine floatende Peach macht einem so Angst. Puff kann von unten nicht ran, weil diese Down ja einfach insane ist. Und Peach ihre Beine so anzieht. Guck dir das an. Die V, der hat in so einer Neutral Air, sie ist so ein schnelles Tool und trifft auch oben sehr gut. Erst von da kommt man auch schlecht ran. Kann man mit Stomp ein bisschen strain. Scary. Oh, aber dann von nie. Ich glaube, du hast jetzt ein neues Blessing gefunden. Nice. Ja, Dennis macht ja immer, nee, Konzi macht ja immer gerne Abwehrfallen. Ja, jetzt hat er ganz von mir mit. Also ich weiß nicht, ob Fisch das vorher gemacht hat. Aber Dennis liegt ganz schön, kriegt ganz schön aufs Maul gerade. Konzi ist, gibt ihm keinen Grund. No ground, meine ich. Oh. Oh. Kann ich auf die Dambi Dennis als Note für später. Beide jammen sich ein paar Mal. Oh, ist halt gut. Kannst du ja manchmal so komisches Movement drauf. Oh. Geh von der Ledge weg, Dennis. Sonst holt sich Konzi Ledge. Oh! Der kommt so hoch. Ja, über die Turnip. Ja, die Ledge. Oh, die Dutschel. Und die Grab. Oh mein Gott, oh. Gott, sie ist sick. Und die Waschmaschine. Oh, finde ich schon, wäre das ein Clip gewesen, Alter. Und dann kommt einfach nur die Waschmaschine. Das ist ein Clip gewesen. Die Waschmaschine. 300 im Regen, die Minute. 1200. Oh, jawoll. GG. Das war Losers Finals. Hier ist Dennis, hallo. GG. Dennis auf dem dritten Platz. Dann haben wir eigentlich noch Sterni unten. Ja. Ich glaube schon. Hey, Grand Finals ist das, ne? Grand Finals. Genau. Wenn du kannst, kannst du noch einen leeren Tasten hochholen vielleicht? Hier unten ist übrigens Heizung an. Heizung. Da unten gibt es eine Heizung? Vielleicht kommt da eine Heizung her. Und eine Rohre kann man machen. Ich glaube, ja, Löffel. Ein Liter Benzin. Nicht mal. kannst du ein... Die Autofahrer, ey. Dann kannst fast du einen halben Hamster. Kurzstrecke. Herzlichen Glückwunsch. Noch. Ja. Oh mein Gott. Wie viele Capri-Sonnen sind das? Gute Frage. Zwei. Warte mal, wo... Fast rein, ne? Zehnerpack, kriegst du vier, oder? Anteilig. Jo, ein Rest, haben wir es gehört. Nice.
Stuttgart. Keine Hannoveraner heute hier. Keine Hannoveraner heute hier. Nee. Komm ja eh nur noch Berliner. Hier hat es in Berlin gesehen. Das macht Spaß. Junge, die Abwehr? Lol. We read that roll. Bitte, ich brauche Fischenluft. Bis gleich. Bis gleich. Halt dein Maul, Alex. Ich lass mich hier nicht erlenen. Den Faustdruck machen? Werden hier Liegestütze fällig? Wer weiß das schon? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, nee. Nein. Mhm. Nee. Oh, sehr gut. Ich bin heute den ganzen Tag, habe ich keinen einzigen Faustdruck gesehen. Nee? Nee. So nah beieinander sind wir hier im Skill alle. Ja. Niemand wird geforst. Wobei Konzi Domme fast... 3-0, aber close. Konzi hätte Domme fast geforstet. Oh shit. Und Konzi mich im ersten auch fast gerade. Aber also irgendwie, ich habe ja zwei so richtig dumme frühe Devs gehabt. Und der zweite Roll Week. Ja, ja, ich habe den anderen auch gesehen. Auf Stadium. Auf Stadium. In ein Stadion. Shit. Konzi ist entgegen aller Erwartungen mit dieser Stage relativ comfortable, weil er mit den Plattformen halt geil rumwichsen kann. Ja. Oh, das war mehr so eine Smash 64 Recovery. Und dann gab es einen Rollback-Moment, ja. Ich weiß nicht genau, was dann passiert ist. Irgendwie Internet von Ah, oh, und das ist der Stock. Ja. Und das
Todgleich. Der gleichgültige Stefan. Ja, er hätte was machen können, aber er hat sich nicht ganz getraut. Ein F-Tilt rauszuhauen ist auch ein bisschen laggy. Da ist man, wenn man im F-Tilt ist, dann ein bisschen hat man Angst vor dem Dings. Ja, natürlich, warum sollte er dann nie treffen? Das ist ja Konsti. Da hat man ein bisschen Angst vor dem Ledge Dash, wollte ich sagen. Oh, schön mit der Nair zurück, der Anti-Edgeguard Nair. Und Konsti führt hier in Game 3. Oh, das hätte sein können, aber Konsti mit einem guten Air-Dodge. Und das ist ein weiterer F-Throw und Konsti wieder mit der Nair. Domo war nicht ready, aber diesmal, ja, das muss es sein. Dann kommt er mit der Down-Smash um die Ecke, wie ein wahrer Falco-Spieler. Und die mag Konsti ja ganz besonders gerne. Becken im Hintergrund laufen gerade immer noch Windows-Updates. Oh, wirklich? Ja, wenn das halt so ein halbes Jahr nicht anbaut. Okay, 2-1 für Konsti hier. Er hat den Matchball für den Reset in seiner Hand. Stimmt, es war ein halbes Jahr, drei Monate, ne? Seit Dezember. Ja. War es nicht an. Stimmt, krass. Dezember oder November? Dezember. Es war kurz vor Nürnberg. Kurz vor Heifnis. Oh, und das ist es nie und das könnte der Stock sein. Ja, wenn er das Edgeguard kriegt und das muss es eigentlich sein. Nein, dann konnte es nicht aus. Ich glaube, er hätte einfach Edgehoppen können, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, weil es hier auch ein bisschen widescreeniger ist und da sieht es irgendwie ein bisschen anders aus, finde ich so. Also ich glaube, auf dem Fernseher hätte ich es erkannt. So. Also, na, gucken wir mal, Nair into Down Smash und wieder eine Rolle gereadet von Konsti. Konsti rollt wohl gern rein von der Kante. Das scheint mir eine Sache zu sein, die Dommel relativ schnell adaptet hat. Ich habe das Winners Final Set nicht gesehen. Also ich habe das letzte Match gesehen und dachte, das wäre das zweite, aber es ging wohl richtig schnell. Ja, 3-0. Ja. 3-0 und ein Handshake. Das finde ich aber fair, dass da wenigstens wieder die Captain Falcon Smash 64 Recovery. Ja, diesmal hat es geklappt. Ah ja, okay, Fistbump, sehr gut. Ja, Corona Set. Okay, und Dommer gleicht aus. Das war ein relativ schwieriger Stock. Dommer hat richtig lange dran geackert, aber wurde auch sehr wenig getroffen, muss man sagen. Ne? Also Konsti hat ja einen Early Lead bekommen. Und ja, finde ich nicht schlecht, wie Dommel sich da zurückgearbeitet hat in das Match. Aber da müssen wir mal gucken, ob er Konsti jetzt, schon wieder, genug Momentum wegnehmen konnte, sodass er das Set ausgleicht. Oh mein Gott, Dicker. Oh, Konsti ist wieder reingerollt, aber ja. Dommel war diesmal nicht ready, aus irgendeinem Grund. Wenn man es so oft macht, dass man es nicht mehr erwartet. Fourth time's the charm. Oh, das könnte sein, das könnte schon der Stock sein. Ah, Konsti hat noch eine Down-B, aber das ist eigentlich gefährlich mit der Down-B. Oh, aber Dommel zu schlecht am Edgeguard. Und Konsti schafft es zurück auf die Stage. Alex hat den Edgeguard gehabt. Dommel geht für die Reaction-Tag-Chases und kriegt genau nichts daraus. Ey, es ist ein Prozess, sag ich mal. Ja. Sieht mir hier aber eher danach aus, als würde das Set ausgeglichen werden und dann hat Domme wieder das Turnier in seiner Hand. Das ist Counterpick, ja? Nee, das ist Dommes Counterpick. Ach so. Ja, danach ist Counterpick. Ja. Ja, er wird dann auf, weiß nicht, auf was wird er dann gewinnen müssen, auf Dreamland nehme ich an. Oder war Dreamland die erste? Nee, Battlefield war die erste, ne? Nice. Konsti kommt rechtzeitig an die Kante. Ich glaube, Domme hat erstes Game gewonnen, ne? Stadium? Ja, aber es war, glaube ich, war es Battlefield? Ja. Stadium, nein, das letzte war auf Stadium, oder? Ich weiß überhaupt nicht. Konsti hat zweimal gewonnen. Konsti hat auf Fountain gewonnen und dann auf Stadium, glaube ich. Deswegen glaube ich, die erste war Battlefield oder Dreamland, aber ich glaube, es war Battlefield. Anyway, Konsti auf seinem Weg zurück in dieses Game, aber naja. Konsti hat auch Battlefield gewonnen. Okay. Ah, Game 2 war das, okay. Danke, Alex. Und fick dich, Alex, muss ich an der Stelle auch noch mal sagen. Ja. Ah, dann war das erste Dreamland. Ja. Mmh. Oder? Oh, der ist schon. Dann erwartet uns jetzt wahrscheinlich, würde ich sagen, Stadium. Oder er geht zurück auf Dreamland. Weil du mich geallent hast, Alex. Hier in diesem Chat, ich hab's gesehen. Erstes Game war Stadium. Ja, ja, ja.
Und dann sind wir jetzt auf. Okay, dann geht Konzi zurück auf. An die erste war Stadium, okay. Ja. Dann waren wir noch gar nicht auf Dreamland, da gucken wir. Ja. Oh shit! Oh, schöner Shorten. Oh. Ein O wird oft gefolgt von einem A. Die Melee Cloud in Dreamland. Einfach nur ein Uff. Der kann auch gleich den Chat sehen. Ja, guck mal, die Watts, wo hilfreiche Tipps sind. Ja. Ich wette nicht. Counter Down B. Falls du den Watt siehst. Was, Counter Down B? Mit also nee, mit Toad? Punish. Nee, Punish. Ach, Punish Down B. Stimmt, die Chat hat Counter. Ja, einen richtig guten auch. Hey, Down B ist Turner. Nein, aber Counter, also die Down B von yeah. Dings zu countern. Aber das ist komisch, das ist die einzige, wo Neutral B ein Counter ist, ne? Ja. Aber auch bei den neuen Teilen. Ich würde sagen, sogar Ultimate. Das wüsste ich jetzt nicht, weil ich glaube, hat nicht Greninja 5 Counter? Nein. Die Side B sieht so aus wie Counter. Oh. Ah, okay. Side B ist so ein Shadow. Ja. Ja, du hast recht, Alex. Aber ich glaube, er hat mich einmal mit der Down B getroffen. Also ich glaube nicht, dass das mein großes Problem ist. Ich sollte mich vielleicht darauf fokussieren, dass ich irgendwie, wenn ich immer gecornert werde, auch mal aus der Corner rauskomme. Oh, Domme diesmal nicht ready mit dem Grabby. Konzi lässt diesen Stock liegen. Ja, und es ist even. An even game. Du bist zu viel mein, du musst mehr hart denken. Du wurdest im Buddy eigentlich. Oh oh. Nippel? Nee, das war glaube ich auch nicht. Aber er hätte doch eigentlich schon. Eigentlich hätte Left Grabben können, schon passen. Er hätte was machen können? Left Grabben? Achso, ja. Ja. Dicker, wieso ist. Also, das ist ja wirklich unglaublich. Wie diese Rollen gepunished werden, unfassbar. Domme ist einfach in seinem Arsch. Nice. Und da sind wir raus. Okay, Domme hat jetzt das Turnier in seiner Hand. Letzter Stock für Konsti hier potenziell. Das ist der letzte, den Domme ziehen muss, um das Turnier zu gewinnen. Aber jetzt, ja, beide Spieler, letzter Stock. Setmatch. Verspricht ein spannendes Grand Final zu bleiben. Gucken wir mal, Domme ein bisschen an der Offense, aber jetzt Konsti mit dem Opening, aber kann nicht viel draus machen. Und dann sehen wir, schöne Backair. Und dann geht er für den Read, aber Domme war ein bisschen langsamer an der Rolle. Ich glaube, er wollte vielleicht sogar schneller rollen. Und Konsti hatte den richtigen Riecher, aber wurde ein bisschen davon erwischt, dass Domme sich ein bisschen spät am C-Stick versucht hat. Du hast Konsti nie gehabt. Er lockt sich wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich. Oh, da kommt ein Uphilt. Oh, Dash Attack, aber ja. Oh, er hat weiterhin. Weiterhin am Punish. Oh, und er wollte für die Scheinbär gehen, aber die Bär hat nicht getroffen. Aber Konsti in einer beschissenen Situation. Und das ist er reingerollt. Und Domme hat diesmal diese Reinrolle nicht gepunished. Und jetzt sieht es natürlich eng aus. Und dann geht er wieder für die Down B. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Und dann No DI gegen die F-Smash. Und das ist es. Domme. Domme in der siebten Season von Jedo, der Inaugural Champion. Was halten wir denn davon? Nein, ich hab's eigentlich dritter, ne? Naja, hier zumindest. Nee, das zweite hier. Na, wobei, ich weiß nicht, also wir hatten ja Corona und dann nochmal Corona. Naja, der Hübsche gewinnt immer. Hey, du Mann, in dem Matchup gab es ja wohl keinen, der nicht hübsch war und es hätte gewinnen können. Der Hübsche gewinnt immer. Es gewinnen wirklich nur noch Leute, die Dominik heißen, Jedo. True. Tja, ich habe heute 3 Euro Minus gemacht, und ihr? 5. Damn. Hier ist doch noch ein. Tja. Konzi hat doch 1 Euro gewinnen. Konzi hat 1 Euro plus gemacht? Dang. Ich bin dafür, dass er es crowdfundet. Und dafür, dass du dein Geld in die Crowd schmeißt, den 1 Euro, den du plus gemacht hast. Für 50 Euro Event. Ist sowieso, Konzi spielt immer mit weniger Stakes als wir. Jeden Dominik. Jedo, Leute. Ja, wenn er Konzi, beide Dominik kommen. Ja. Oh, Konzi spielt halt hier immer mit weniger Stakes als wir, weil er muss halt nichts bezahlen. Er kommt immer rein, er so, ja, mir egal. Ich mache richtig Plus, Alter. Das war Max, jawohl. Max ist so. Das heißt Kost Plötz Plus, Digga. Welcher Max ist das? Kumpel von mir. Ah, okay. Shoutouts. Von Schiller-Gümmes. Schiller-Gümmes? Ist das Schiller-Gümmes? Nee, ist nicht.
Okay, was machen wir jetzt, oh, Freunde? Tearless Thursday. Wahrscheinlich von Tearless Tuesday kennst du ihn. Ja, auf jeden Fall. Tearless Thursday. Tearless Thursday, los geht's. Meine Top 3 Jedo 101 Spieler. Oh, auf Platz 3 im C-Tier. Ich. Das wäre eigentlich richtig geil, wenn man noch so ein Event hat, so Sportschau. Jedo, ja, Jedo Schau. Ja, wenn du die ganze Zeit Clips machst nebenbei, von Halo kennst du ihn. Das glaube ich nicht. Ich weiß, Halo. Das habe ich damals bei der Classic Xbox gespielt, Halo. Ja, ich auch. Kann ich vielleicht einen Preisgeld von haben? Ich würde vielleicht. Ach, wenn du so fragst, nicht. Ach so, jetzt. Was? Du ziehst es ab und verpisst dich, ne? Dang. Er hat Basti-Socken gefunden in Japan. Basti-Socken. Ja, Mann. Die, Was möchtest du? Mit so einem Sommer? Mit dem Feuer. Achso, ja, komm mit. Ja, jo. Jetzt cool. Du bleibst ja nicht für Cruise, aber. Cruise? Nee, auf keinen Fall. Ciao. Junge.
Was für ein Müllcharakter. Ciao. Tschüss. Nein, du! Hello.
What?
nicht immer noch am Stream? Keine Chance. Ich hab's nicht so gewusst.
glaube, ich habe schon gesehen. Ich bin auch voll. Ich wusste, dass ich noch einen Job habe. Ich darf es nicht. Ich bin auch ein Freddy. Ich bin vielleicht ein Spiel. Was soll ich denn abräumen, ne? Keine Ahnung, denkst du was ab?
ich den Konstantin in den Keller. Okay. Alles klar, weißt du was? Thank you.
Thank you.
Ja, man kann sich ja auch. Ich glaube, ich mache mal ein Spiel. Über mich.